Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo-Snack vom Velo-Home aus Köln, Stavanger und dem Rest der Welt. Völlig durcheinander die Einleitung diesmal. Grüße Velo-Home an den Markus. Ich grüße zurück aus dem wunderschönen Lühe. Ja, ich würde sagen, nicht aussprechen. Das werden wir noch ein bisschen üben. Nicht Stavanger sagen. Lühe. Wie Lüge mit G. Also ohne G. Ohne G. Lühe. Ja. Ganz einfach, ein kleiner, wunderschöner Ort, Stadtteil mit eigener Postleitzahl, am Hang gelegen, mit wunderbarer Aussicht, 2000 Einwohner. Ist ja nix. Ist ja nix, so viel hat deine da Straße. Ja da, das würde ich sogar fast gar nicht, also 2000 hat die Straße hier nicht. Nee, auf keinen Fall. Aber dass es malerisch bei euch ist, habe ich letztens noch von jemandem gehört, der in Stavanger zwar nur war, aber das ist ja zumindest nah genug dran, um die Gegend ein bisschen beurteilen zu können. War da nicht so ein ganz furchtbares Wetter? Ja, aber ich war hier. Also furchtbar weiß ich nicht, ob da was furchtbar war. Es war jetzt nicht so berauschend. Aber ich erwähnte dann, wie von dir beschrieben, dass halt in der Schulzeit Schlechtwetterzeit ist. Oder wenn die Ferien anfangen, dass dann traditionell das Wetter schlecht wird. Genau. Und wir hatten heute so teilweise bis 9 Grad runter, gefühlt 5 Grad, weil verbunden mit Sturm und Regen. Das hatten wir eigentlich schon seit gestern. Genau. Die haben dann gestern auch Norwegens größte Touristenattraktion ist der Preikestolen. Preikestolen. Und das ist quasi so ein Plateau, 600 Meter über dem Fjord. So ein Felsen, der da so hoch schaut. Und den Weg dazu haben sie dann auch gestern gesperrt und haben dann Leute darunter gerettet, die es nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben. Also es ist wirklich das Irre, was da an Touristen hochrennt. Ich war da auch erst letzte Woche. Wie gesagt, Regen derzeit. Morgen soll es mal besser werden. Und nächste Woche, wenn die Schule losgeht, haben sie dann 20 Grad angesagt und Sonne. Ja, dann macht also die Schule auch viel mehr Spaß. Pünktlich zum Ferienende hat auch der Regen sein Ende. Und ja, hat da also nicht ganz Unrecht mit dem Wetter. Ja. Diese ganzen Wetterregeln, also der 100-jährige Kalender, das ist ja nicht alles, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das sind halt Erfahrungswerte oder Bauernregeln oder so. Das heißt ja nicht, dass es so kommen muss, aber da wird ja auch mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Kurz, weil die Frage aus dem Chat kam und weil es eigentlich nicht auf dem Programm steht. Hast du das Olympiarennen verfolgt? Das ist ja eigentlich ein Velo-Race-Thema, aber jetzt, weil das irgendwie so vor 2 Tagen war. Nee. Überhaupt nicht? Okay, Dann ist es natürlich schwierig, mit dir darüber zu reden und wie du das einschätzt als Hobbyfahrer, der ja nun auch gerne mal bergab brettert. Hintergrund war, es gab halt viele. Ja, nicht nur der Sturz, mehrere Stürze, ne? Also Nibali, Haedo, Tom Garrins, irgendein Skyfahrer ist auch gestürzt, also ein Engländer, Gerard Thomas oder irgendwer, keine Ahnung. Wurscht. Und vor allen Dingen natürlich der schlimme Sturz der Holländerin. Also das war wirklich, ich habe es live gesehen. Boah, da dreht sich in einem alles um. Also die lag da wirklich und da habe ich wirklich gedacht, mein lieber Herr Scholli, hoffentlich geht das irgendwie gut aus, im Sinne von, dass die überhaupt nochmal aufsteht. Da gab es ja auch mittlerweile mehrere Zeitlupen und so auf Facebook und Co. Das sieht ja aus, als ob das Vorderrad blockiert hat. Also das sieht ja aus, als ob die sich völlig verbremst hat mit ihrem Vorderrad. Weil so rein optisch wirkt das für mich, als ob da noch ein Stück Abstand zu der Bordsteinkante ist. Ich habe es nur einmal gesehen. Ich habe es mir bewusst danach nicht mehr angeguckt, weil ich wollte es nicht mehr sehen. Ja. Die grundsätzliche Frage war halt, war diese Strecke zu gefährlich? Ja, nein. Und ich bin da selber immer noch unentschieden. Weil einerseits der alte Spruch, eine Strecke ist nur so gefährlich, wie die Fahrer sie machen. Also weißt du, wäre ich da runtergefahren, wäre ich langsam gefahren, wäre nichts passiert. Andererseits ist es halt auch in der Verantwortung der Streckenkonstruierenden oder derjenigen, die da sowas festlegen das rein. Ja, genau. Ob so eine Abfahrt kurz vor Ziel sozusagen, ne, also vom höchsten Punkt der Strecke, dann so eine Abfahrt da einzubauen, bevor es dann vielleicht noch so 2, 3, 4 Kilometer flach geht, ist halt auch die Frage, ob das an der Stelle nötig ist. Vor allem, weil die Männer sind ja dreimal diese Stelle lang gefahren oder diese Abfahrt.
ist halt auch irgendwie eine Frage, die man berechtigterweise stellen kann. Bin ich auch noch nicht selber für mich zu einem Ergebnis gekommen, um ehrlich zu sein, weil die Anzahl der Stürze und die gute Abfahrer, die sich da lang gemacht haben, zeigt ja, dass die Frage zumindest nicht ganz unberechtigt ist. Naja, aber soweit ich das so, ich habe es nicht verfolgt, aber wie ich das so mitgekriegt habe, sind die ja jetzt nicht irgendwo dagegen gestürzt. Oder? Einer ist auch gegen einen Baum gefahren. Also Richie, ich weiß es nicht mehr, war ein Skyfahrer hier. Die Frage ist ja, sie sind ja jetzt in Rio in einem Gebiet, was sie nicht kennen. Und gerade wenn man so an die großen Rundfahrten hier in Europa denkt, dann sind das ja viele Abfahrtenpässe, die die Fahrer teilweise ja auch kennen. Also ja. Das ist ja schon auch dann teilweise wird dann nochmal, also das vielleicht in ihrer Trainingsregion oder Trainingslager oder die kennen es vom letzten Jahr. Also man hat eine gewisse Routine oder gewisse Erfahrung zumindest im Vorfeld gesammelt. Was denke ich jetzt bei der Abfahrt in Rio eher nicht der Fall ist. Also es ist halt unbekanntes Terrain gewesen. Und die sind, muss ich widersprechen, die sind die Strecke im Training gefahren schon, was natürlich eine andere Situation ist. Und die Männer sind halt alle, die gestürzt sind, sind bei der dritten Passage gestürzt. Ja. Das heißt, die sind zumindest schon zweimal, aber ich weiß, wo du hinaus willst, und das ist auch richtig. Und ich sag mal, wenn sie jetzt irgendwie gegen Verkehrsinseln krachen oder irgendwie Kreisverkehre eingebaut werden, um irgendwie Tempo zu senken, aber das passiert eben gerade in der Abfahrt oder so, dann würde ich sagen, okay, das ist vielleicht ein Konstruktionsfehler, aber der Rest, ich weiß es nicht. Dann eher noch die Frage, hat dann zum Beispiel, wurden gefährliche Stellen auch entsprechend im Vorfeld vielleicht markiert für die Fahrer, hat das gefehlt? Oder eben, wenn es zum Sturz kommt, inwieweit war das dann noch abgesichert, die Absturzstelle, also die Sturzstellen, potenzielle Sturzstellen? Eben, also ich hatte gesehen, so manche Bäume waren gepolstert, das hatte ich, ich weiß aber auch nicht mehr, ob das beim Herrenrennen auch schon so war, das konnte ich nur so nebenher verfolgen. Aber schwierige Sache. Also ich bin nur sehr, sehr froh, dass die arme Fahrerin zumindest irgendwie wieder im Krankenhaus, aus dem Krankenhaus sich auch schon gemeldet hat und mit Fotos und traurig ist, dass sie nicht gewonnen hat und so. Wenn das ihre größte Sorge oder wenn das eine ihrer Sorgen ist, dann kann man ja schon beruhigt sein, finde ich immer. Also wieder schon. Naja, und es ist halt immer noch ein Risikosport und ich denke, dass man bei solchen Rennen vielleicht auch mehr Risiko, ich weiß nicht, mal mehr Risiko eingeht. Olympiasieg, zählt das mehr als ein Tagesritt? Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Frage. Ja, naja, vermutlich. Also ich glaube, es gibt Fahrer, die würden einen Podiumsplatz bei der Tour de France niemals gegen einen Olympiasieg eintauschen. Nee, sicherlich nicht. Aber ich weiß, es gibt ja so einen Tagesklassiker oder also kleinere Rundfahrten, wo man vielleicht nicht das Risiko eingeht, wie man vielleicht bei einer Olympiade, die alle 4 Jahre stattfindet, eingeht. Ich habe mich mal mit einem Olympiasieger unterhalten und der hat gesagt, das war das Allergrößte in seiner Karriere überhaupt. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel damals Jan Ullrich seinen Olympiasieg sehr, sehr, sehr genossen hat. Und das nicht nur mit Bier am Abend. Also ich glaube, es gibt Sportler, denen das schon sehr, sehr viel bedeutet, auch unabhängig von dem normalen Ablauf und dem normalen, wie soll man sagen, dem alljährlichen normalen Prozedere, weißt du? Ja. Ich würde denken, viele würden das so ähnlich wie eine Weltmeisterschaft zum Beispiel einstufen, die aber nur mal jedes Jahr stattfindet, ne? Und die dann in Anführungszeichen mal einfacher zu gewinnen ist. Ja, genau. Da gibt es halt schon auch mal Überraschungssieger, oder? Ja. Also jetzt nicht die totalen Außenseiter vielleicht, aber es ist manchmal, es ist schwer vorherzusagen. Ja, das stimmt. Genau. Und da ist es zum Beispiel dieses Jahr bei der Olympiade war es aber auch ja so, ne? Aber das war auch sturzbedingt. Kommen wir jetzt zu was Schönem, zu unserem Leben. Noch ganz kurz zur Olympia vielleicht. Also, was ich mehrfach gelesen habe, ist, und was ich selber von vor Ort her kenne, ist ja, dass zum Beispiel BMX- oder Mountainbike-Strecken teilweise nachgebaut wurden im Vorfeld von Rio, damit Athleten quasi da trainieren können. Und es gibt also auch mehrere Duplikate dieser BMX-Strecke. Wo dann eben Leute dort trainiert haben. Und mein Club hat ja, also mein lokaler Club hier hat ja für Günrita, Mountainbikerin,
da einen Großteil der Mountainbike-Strecke des Parcours nachgebaut, wo sie halt quasi trainiert hat. Und bin ich mal gespannt, ob das also ich könnte quasi auf einem Teil der Rio-Strecke Mountainbike fahren, wenn ich das könnte. Ja, aber du bringst ja hier echten Race-Content rein. Ja, ich sag dir. Also jetzt hier, werden ja hier Velo-Tours werden wir starten demnächst mit Mountainbike-Parcours-Rennen hier in Lüe oder ja, bei Lüe. Bei Lüe. Mit brasilianischem Design oder Layout. Genau. Ja, ich gerne. Bilder. Wie geht's dir denn, mein norwegischer Freund? Ach, gut. Wie immer gut, blendend. Super, danke. Nee, also Pumpe macht soweit erstmal mit und hab im Sommer, mir fehlt wie gesagt nach wie vor kontinuierliches Training, gerade wenn ich an nächstes Jahr denke und London, Edinburgh, London. Aber ich bin jetzt dabei, mich wirklich wieder kontinuierlich auf ein Training einzulassen und zu schauen, wie das so mittel- und langfristig geht. Aber ich hatte im Sommer, unter anderem war ich ja eine Weile in Deutschland unterwegs, oder eigentlich 4 Wochen, mit verschiedensten Aktivitäten. Zeiten mit den Kids, aber auch mal kurz zu Hause in der alten Heimat mit Kindern und so weiter. Und da war ich unter anderem Biken relativ spontan mit einem Kumpel, hatten eine Tour gemacht, 250 Kilometer. Das lief auch ganz beschwerdefrei. Und von daher bin ich da recht zuversichtlich. Zumindest, ich sag mal, was den Sportteil betrifft, also diese Atri-Flimmern-Geschichte oder Gott, wie heißt das auf Deutsch? Vorkammerflimmern. Ist das Vorkammerflimmern? Ja. Zumindest, das ist ja immer so ein multipler Auslöser. Also es ist jetzt nicht nur, dass es der Sport ist, sondern es ist ja Stress allgemein oder zu wenig Schlaf oder zu viel Kaffee, zu viel Alkohol, zu ungesundes Essen, zu wenig Wasser getrunken, Stress in körperlich, mental, was auch immer. Es gibt ja ganz viele multiple Ursachen dafür und ich kann zumindest ausschließen, dass Sport da der Aus, also so ein eindeutiger Trigger ist, der sagt, hey, da passiert's. Und von daher, ja, hab den Sommer genossen, hab das Wetter genossen in Deutschland. Du bist aber auch, das muss man ja dann vielleicht auch, um das mal einzuordnen, also mal eben eine 250-Kilometer-Runde dann gefahren. Also kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so aus dem Stand. Ach, ich war ja jetzt auch nicht super schnell. Also ich weiß gar nicht. Was ja, aber nichtsdestotrotz, also ob schnell oder langsam, die Distanz wird dadurch nicht kürzer. Ja, also ich guck gerade. Ja, kann man noch einfach mal 26,5er Schnitt. Also kriege ich so dich hin. Ja. Selbst jetzt. Ja. Das war ganz lustig. Es war eigentlich eine sehr coole Tour. Ein Kumpel, der früher mal professionell, halbprofessionell Mountainbike gefahren ist. Eigentlich professionell. Für einen Team Track. Der musste nach von Leipzig aus nach Cottbus zu einer Familienfeier und meinte so, er wollte dann halt da so mehr oder weniger hinradeln, wollte aus Leipzig raus mit dem Zug und dann wollte er dahin hinradeln. Aber eben so auf so, ich sag mal, ich hatte mein Rennrad da in der Hand und hätte sicherlich mein Cyclocross da eher besser im Einsatz gehabt, weil wir eher so Feldwege auch gefahren sind, Plattenwege, Mittelstraße, Asphalt war auch dabei, aber es war recht gemischt. Und deswegen war das so eine ganz lustige Tour und auf dem Rückweg. Aber da können wir nochmal drüber reden, wenn wir zu Komoot kommen. Hab ich dann gedacht, okay, ich hätte mir so einen Track vorbereitet, wie ich nach Hause komme, aber ich, so aufgrund der Zeit bin ich nicht ganz bis mit ihm bis in seinen Zielort gefahren, sondern bin halt vorher da, haben wir in so einer Orangerie irgendwie noch Bierchen getrunken und ein bisschen geschwatzt und dann ist er seine letzten 20 Kilometer gefahren und ich habe Rückweg angetreten und dachte mir so, jetzt muss ich mal so überlegen, wie ich mich denn zurücknavigiere. Und da habe ich eben Komoot auch angeworfen und habe mich dann zurück navigieren lassen. Und wenn man sich auf Strava, ich werfe das mal hier. Ich hab's gerade vor Augen. Also genau. Das Ende war nicht ganz komplikationsfrei. Ich stand da so mitten in so Tagebau.
Landschaft. Und ich dachte so, ja, komm, ein bisschen Sandweg. Ja, komm, das geht noch. Aber das wurde dann immer sandiger und dann irgendwann stand Sperrgebiet, betreten verboten, Lebensgefahr. Ist das dann, der Dahner Heide hier oder was? Oder? Nee, nicht Dahner Heide, das ist, was, keine Ahnung, wie das heißt. Das ist halt so bei Lauchhammer, das sind so alte Tagebaugebiete. Senftenberg, Lauchhammer, da die Ecke. Und dann lagen da plötzlich so riesige so Steine, also so, wo du auch nicht mehr irgendwie laufen konntest, so richtig, es war also. Und ich glaube, ich habe dann auch für diese 5 Kilometer 45 Minuten gebraucht, die ich da, also 2 Kilometer, 2,5 rein, 2,5 Kilometer raus. Und ja, und da habe ich mich halt hin navigieren lassen und das war aber eigentlich mein Fehler. Kann ich schon mal vorwegnehmen, es lag jetzt nicht an Komoot, sondern ich habe da einfach einen Button nicht gesehen, der das kannst du eigentlich gleich mal direkt sagen. Also wenn man in Komoot die App, hast du mit der App schon mal navigiert? Also nicht navigiert, sondern die Strecke gelegt? Ja. Nee. Aber ich kann mir vorstellen, wo das Problem lag. Ja? Wo? Was denkst du? Ich denke, dass du einfach nicht den richtigen User sozusagen ausgewählt hast. Du hast nicht Rennrad ausgewählt, sondern wahrscheinlich Mountainbike oder Wandern. Genau, ganz genau. Und zwar, wenn man in der App drin ist und dann sagt, man will jetzt sich da irgendwo hin navigieren und sucht einen Zielort, dann ist links in dem Zielort so ein kleines grünes Fahrrad. Und wenn man darauf klickt, dann kann man einstellen, ob man zum Beispiel Fahrrad in Klammern mit Schotter fahren will, Mountainbike, Alpin, dann gibt es normal Mountainbike und normal Fahrrad. Und ich glaube, Fahrrad ist eine Default-Einstellung, zumindest habe ich das nie verstellt. Und Fahrrad also beinhaltet halt alles und jetzt nicht Rennrad. Und das, ich habe das einfach nicht mitgekriegt, dass man da drauf rücken muss. Also du siehst daran, dass ich sofort wusste, was es ist, dass es mir auch schon beim Plan der Strecke am Computer passiert ist. Da kann ja das Gleiche passieren. Ja. Und da ist es mir natürlich nur zum Glück früh genug aufgefallen. Aber deswegen, ist ein Problem. Ich glaube, so wie du es beschreibst oder die Strecke beschreibst, kann ich mir schon vorstellen, dass du im Wandermodus warst. Weil wenn das wirklich so sandig und so, wenn das eine schöne, ich meine, das muss ja nicht heißen, dass die Strecke nicht schön war, aber es kann halt sein, dass es einfach die komplett falsche Strecke für dich war, für den Anwendungsfall. Ja. Naja, aber es war eine coole Strecke. Also war eine schöne Tour, entspannt. Rückweg hatte ich dann Gegenwind. Auf dem Hinweg hatten wir Rückenwind. Und es war auch so geil. Ich habe ihn halt da an dem Bahnhof getroffen. So bei Torgau. Da müsste ich mal gucken. Ich hatte doch, glaube ich, sogar Rundenzeiten mir gemacht. Genau. Also nach 39 Kilometer haben wir uns getroffen. Und dann ist er so, okay, wann fährst du denn da los? Wie ist denn der Wind? Wie lange brauchst du denn bis dahin? Und ich bin angekommen und der Zug war da. Also gerade gekommen. Das war also so. Best possible timing. Also best timing ever. Also echt cool. Ja, aber also, wie gesagt, 250 Kilometer mal so aus dem Stand. Da brauchst du jetzt dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Zumindest mit solchen Touren wirst du ja dann wieder irgendwann mal mit Sicherheit dahin kommen, wo du mal warst. Da gehe ich ja jetzt ganz fest von aus. Wenn ich nur deine Fotos, wenn ich hier nur deine Fotos sehe, darfst du halt nicht wieder den Fehler machen, deine Haare so lange wachsen zu lassen. Ja, weil sonst wird das mit Sicherheit nichts. RC. Mit der, ich kann es leider nicht, kann man das leider nicht teilen, komisch. Naja. Nee, so wird das nichts. Aber dann hast du eine schöne Zeit. Das klingt doch gut. Genau, halt auch einen schönen Urlaub. Kleiner Tipp. Ja, 4 Wochen. 4 Wochen, ne? Das muss man ja. Dann hatte ich eine Woche hier. Also 5 Wochen. Ja. Naja, die Selbstständigen halt, ne? Besuch, ja. Nee, ich war eine Woche zelten. Und zwar an der Ostsee. Auf der Insel Rügen. Und zwar in Göhren. Also, wenn man jetzt Google Maps aufmacht. Und da mal nach Göhren sucht, auf der Insel Rügen. Wie die Mehrzahl von Kindern? Ja. Mit H. Mit H. Sehr schön. Ja. So liegt das da so ganz am Ende, an so einer Spitze rechts, also im Osten. Bei den Nudisten. Ja, genau.
Da ist der längste FKK-Strand, glaube ich. Ach Quatsch, echt? Ich hab's geraten. Ah ja, ist schon klar. Da muss ich sagen, ein Ziel. Hast du mal alles fallen lassen? Alle Höhen und Hemmungen. Nee, super toller Campingplatz. Rickenbocken campt in Göhren. Weil in Barbe, was daneben liegt, das ist so ein Ort, wo ich einmal als Kind war. Und es gab quasi so einen Campingplatz, der von Barbe bis Göhren ging. Und in Barbe haben die das aber alles weggemacht und haben nur Bungalows stehen, die man mieten kann, so Fanhäuser. Und in Göhren gibt es noch diesen Zeltplatz. Sehr schöner Zeltplatz, fantastischer Sandstrand. Das war echt richtig cooler Urlaub mit den Kids. Der hat es auch super gefallen. Und es war halt auch so, dass wir eigentlich das Auto die ganze Zeit haben stehen lassen und hatten die Fahrräder mit. Und haben uns dann da am Strand zwischen den Orten auch bewegt und sind dann mal nach Barbe geradelt und so mit den Kids. Das klingt schön, bis auf das Campen, also bis auf das Zelten halt. Ne? Da muss man, also das muss man mögen, campen. Es ist so eine, klar, es ist so eine, es ist halt, was ich so geil finde am Campen ist, dass man viele Dinge werden so unwichtig, weißt du? Also man reduziert Dinge so ein bisschen, man hat ja eben nicht so viel mit. Und klar, kann man heutzutage auch extrem viel Ausstattung und Zeug sich zulegen und kaufen und machen. Aber an sich ist es halt immer noch so ein bisschen reduziert und man ist immer draußen an der frischen Luft. Man bewegt sich viel mehr als. Ja, vor allem, weil die Toilette kilometerweit entfernt ist. Ja, ja, genau, klar. Aber ich merke das auch an den Kids. Also es ist so, die haben viel mehr so ein Bewegungsdrang gekriegt oder ja, viel mehr, man hat gemerkt, wie die sag mal, fitter wurden oder wie, ja. War einfach schlimm. Nee, war schön. Mhm. Keine gekühlten Getränke, 24/7 zur Verfügung. Klar, da hat man heutzutage ja überall Strom am Zelt und hat eine Kühlbox mit. Ja, trotzdem. Also es wäre für mich nichts. Ich kann den Reiz nachvollziehen, ohne es zu teilen. Bist du als Kind zelten gewesen? Nein, nie. Ja, ich auch nicht. Nein. Ich auch. Ja, was ist denn dann falsch gelaufen bei dir? Es war doch alles auf einem guten Weg. Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich auch ein Zelt, in dem du stehen kannst, wo du drei Schlafkammern haben kannst. Wir nutzen nur zwei. Wo du drinnen sitzen und essen kannst, wenn es draußen regnet. Also es ist ein riesen Zelt. Trotzdem. Das macht es ja schon auch mal. Nee, also für mich wäre das nichts. Wie gesagt, ich akzeptiere das, dass Leute und ich kann es verstehen, aber für mich ist das nicht mehr in diesem Leben. Wie hast du denn deinen Urlaub verbracht? Fantastisch, ohne Zelt, war super. Wir waren, das war echt cool. Also, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für deinen tollen Tipp. und zwar die Idee mit der Bettwäsche, um das Fahrrad einzupacken, war wirklich, 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 wirklich gut. Es hat wunderbar funktioniert. Also ich hatte ja in der letzten Sendung noch so die Frage, wie kriege ich das Fahrrad rein, kriege ich es überhaupt rein? Und wir hatten dann von der Autovermietung ein Renault Espace, hieß das, glaube ich. Und der war echt groß. Und da passte dann auch alles an Klamotten rein und das Fahrrad noch oben drauf rein. Und das war fantastisch. Aber wie gesagt, das mit dem, also so ein Kopfkissen, das passt ja auch zu 100%. Also da war ich sehr angetan von. Und ja, dann waren wir am Lugana, in der Nähe des Luganasee oder mit Blick auf den Luganasee. Oben so ein kurze Frage zu deinem Fahrrad. Hast du beim Einladen hast du irgendwas locker gemacht, also jetzt Lenker verdreht? Hast du bloß die Räder rausgenommen? Nein. Laufräder? Ich habe die Räder rausgenommen und den Sattel. Ach so, hast du auch rausgenommen? Ja, das erschien mir sinnvoll und das ist ja auch nur ein Handgriff. Ja, okay. Ja, und das, da ich dann die Sattelstütze relativ weit raus habe, gewinnt man da schon einiges an Platz. Und Luganer See, also mit Blick auf den Luganer See, dann war ich einen Tag dort auch Fahrradfahren und die Gegend ist halt echt schön, also sehr, sehr ruhig, sehr, sehr, also die Fahrradstrecke, die ich gefahren bin, die Gegend, sehr, sehr ruhig, schöne Berge, schöne Anstiege,
Ich werfe das hier auch mal in den Chat, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, und ansonsten haben wir uns da echt mit viel Essen und wenig Bewegung gut gehen lassen. Waren noch mit Freunden da und die Kleine hatte Spaß und das passte ganz schön. Dann sind wir von da aus und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Wieso finde ich denn hier mein? Ach hier. Sind dann von da aus, nachdem wir eine Woche da waren. Also ich bin ja auch immer wieder begeistert, wenn man in Italien Fahrrad fährt. Ne? Weil da ist es halt auch echt entspannt. Also die Leute überholen einen nur, wenn sie wirklich Platz haben. Man wird respektiert als Fahrradfahrer und die Leute klatschen und so. Das ist halt immer wieder, was mich in Italien so freut, wenn man da Fahrrad fährt. Und ja, da war ich dann eine Runde. Ich habe es jetzt hier, war ich so 75 Kilometer mit 5 Stunden und 2000 Höhenmeter. Das war so richtig schön verteilt. Also schön Anstiegen, schön langgezogen. Und danach war ich an der relativ berühmt ist das falsche Wort, glaube ich, bekannten Sella Ronda. In Südtirol. Ist halt, kennst du Sella Ronda? Oder sagst du schon was gehört? Na, ist das nicht so die Runde, die auch zum Teil der Dolomiten Radmarathon fährt? Genau. Und dort war ich ja letztes Jahr im Sommer eine Woche biken. Da wurde also, da war, glaube ich, die Dolomiten-Rundfahrt, Radmarathon war schon durch, aber das andere kam noch, glaube ich. Das kann natürlich sein. Also ich gucke mal den einen Anstieg, ob du den auch gefahren bist. Vergleichen. Wie kann ich das denn hier wieder vergleichen? Seit Beginn will ich nicht, sondern Velo Home. Abonniert. Nee, bist du noch nicht gefahren. Also jedenfalls nicht gemessen. Ja, also Sella Ronda ist unter Radfahrern relativ bekannt. Eine Strecke von 4 Pässen auf wie viele Kilometer waren es jetzt? Ich glaube knapp 50, 60 Kilometer. 1600 Höhenmeter und landschaftlich einfach fantastisch schön. Also das unterschiedlich schön die Pässe auch, muss man auch sagen. Das Lustige ist, danke nochmal an, ich weiß gar nicht mehr, der Thorsten Frank, glaube ich. Meine Frau hat vorher in der Roadbike war ein Artikel über die Dolomiten und Radfahren. Und da war wirklich ein Bild, das hat sie ihr total angetan. Da meinte die, oh, das sieht ja cool aus, da möchte ich auf jeden Fall hin, wenn wir da in der Gegend sind. Und ich so, ja, alles klar, fahr mal hin, Süße. Und wir wussten dann jetzt nicht, welcher Pass das war, weil da keine Bildunterschrift war. Das heißt, wie man das heutzutage macht, bei Twitter Foto reingestellt, gefragt, kennt jemand den Pass aus der Roadbike? Und ich bekam wirklich 5 Minuten später, ich glaube vom Thorsten, die Antwort hier, der und der Pass kurz über der Passhöhe. So. Und dann fahren wir die Sella Ronda und dann stellte sich raus, ohne dass wir es wirklich geplant hatten, war das auch noch der erste Pass von der Sella Ronda, jedenfalls in der Reihenfolge, in der ich sie gefahren bin. Den kannst du ja, das ist quasi wirklich eine Rundstrecke und du kannst im Prinzip an jeden, oder du kannst unterschiedliche Einstiege wählen. Ja. Und ich bin den, einfach weil es von der Strecke her am besten passte, den, ich kann mir diesen Namen nicht merken, den Pass auch als erstes gefahren. Gardena da Cavora, ich weiß nicht. Ja, und hattest da echt einen wunderschönen Tag auf dem Rad. Also, das war echt fantastisch. Sella Ronda, jeder, der mal mit dem Gedanken spielt oder sagt, möchte ich das mal fahren, möchte ich das nicht fahren, kann ich wirklich nur sagen, mach das auf jeden Fall. Ja. Das lohnt sich. Und dann 13, wird dir dann wahrscheinlich auch noch was sagen, wenn du in der Gegend warst, sind wir noch gewesen, aber da bin ich nicht mit dem Rad hoch und so die Gegend ein bisschen angeschaut. Und dann kamen wir zur letzten Station nach München. Und da bin ich dann quasi München Innenstadt, einmal raus nach Westen, um den Ammersee rum und wieder zurück. War auch so eine 135 Kilometer Runde. Das war leider Gottes der Tag, an dem sich dann in München dieses Attentat oder der Amoklauf, wäre glaube ich das richtigere Wort, ereignet hat. Das war noch sehr lustig, weil ich habe es von dir quasi erfahren. Du hast dich ja bei mir gemeldet und hast gefragt, ist alles in Ordnung? Und ich so, wie, was? Naja, das hat den Tag dann etwas unschön enden lassen, alles. Aber ansonsten hatte ich echt schönen Urlaub. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ich guck gerade, ich habe bei deiner Sella Ronda Rundfahrt im Uhrzeigersinn gibt es einen Passo Campolonno. Genau, das war der, ich glaube, letzte Pass auf meiner Runde. Genau, und den habe ich. Da gibt es zumindest ein Segment, was ich auch hatte.
Aha. Den fand ich aber jetzt der unschönste. Also da gibt es einen, genau, der Passo Compolonia to Corvara. Da hast du 8,41 gebraucht und ich 12,18. Siehst du mal, was du ab und ich aufgebaut habe. Ja, du wirst halt nicht mehr jünger, erzähl. Ich werde besser und du wirst älter. Ich überlege gerade, das ist doch so ganz kurz. Ja, so war das jedenfalls. Vielleicht, während du da noch recherchierst, kann ich da so ein bisschen da noch über das Fahrrad sprechen. Über dein neues, was du mitgenommen hast? Ja. War das jetzt sozusagen, also du hattest ja rund um Köln so als Abschiedstour gemacht? Mit dem alten? Deinem alten? Genau. Aluhobel. Und das war jetzt so ein bisschen, auch so das aneinander gewöhnen. Klingt blöd, aber das war es ja wirklich dann. Ne? Also ich hatte, das war jetzt durch Zufall auch so, dass es wirklich, ich hatte alles dabei. Also ich empfand die Strecke in am Kummersee, also wie nennt man die Gegend da eigentlich? Ja, okay, Schweiz, italienisches Grenzland oder wie man es immer nennen mag. Waren es für meine, wie ich empfunden habe, also ja, recht steile Anstiege auch. Also ging es recht steil auf und ab. Und können wir mal kurz einen Cut machen? Ich muss mal kurz drüben was nachschauen, ja? Hallo? Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so. Habt ihr nicht zugehört, keine Ahnung. Ja, das war, also hier haben wir gerade eben einen kurzen Schnitt gemacht und wir wissen jetzt beide nicht mehr, wo wir waren. Deswegen versuche ich einfach da wieder aufzugreifen, wo wir waren. Ja, also das war jetzt so, also das war jetzt auch so ein bisschen die Gegend da um den Kummersee, recht steil, Abfahrten auch sehr technisch, also da konnte man nicht laufen lassen, sondern immer viel gebremse und so weiter. Und dann Sella Ronda, wirklich schön langgezogene Anstiege, lange Abfahrten, wo man rollen lassen konnte und dann in der Gegend um München einfach lange, gerade, nur ein bisschen wellig. Also ich hatte auch so, weiß wie ich das meine, so unterschiedliche Profile, wo ich das halt mal ausprobieren konnte. Das fand ich auch so im Nachhinein, ohne dass ich es geplant hatte, ganz interessant. Und ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr angetan. Also ich bin echt glücklich mit der Entscheidung. Auch wie sich das nach so ein paar Touren dann so anfühlt. Also es hat sich nicht mehr angefühlt, als würde ich auf dem Leihrad sitzen oder ein gemietetes Rad haben, sondern das war schon so, so wie man es gerne hätte. Also ja. Ich bin echt keine Sekunde bereut. Im Grunde genommen sind es ja jetzt noch gar nicht so viele Kilometer. Also, lass es mal so knapp unter 500 sein, die ich vielleicht gefahren bin damit. Aber das heißt, es wird. Ich fühle zum Beispiel nicht, also ich habe noch nicht so richtig das Gefühl, es fühlt sich komfortabler an. Ob das am Stahl liegt, kann natürlich sein. Im Moment würde ich es aber fast noch daran festmachen, das sind so die zwei Punkte, die ich auch ein bisschen noch jetzt an dieser Stelle nur ganz, ganz kurz rausgreifen will. Die Reifen rollen fantastisch. Welche hast du nochmal drauf? Das waren die von Vittoria, die Open Corsa Graphen. Aha. Also diese neuen Graphenreifen. Und wer gerne mit Reifen experimentiert, der sollte sich die mal anschauen. Also ich habe sie jetzt als 23 mm. Ich würde sie das nächste Mal in 25 mm dann nehmen. Ich fand die 25er Continental 4000S im Vergleich zu den 23er einfach immer noch ein bisschen bequemer und ich verspreche mir davon noch ein bisschen mehr Bequemlichkeit, wenn ich jetzt 25er fahre. Ich habe das Gefühl, und das habe ich in Berichten hinterher gelesen über diese Reifen, und also hinterher, bevor ich selber das Gefühl für mich so lokalisiert habe, je schneller man fährt, umso besser rollen sie. Klingt irgendwie kurios und nach Voodoo, aber ich habe wirklich das Gefühl. Und ich bin jetzt nicht in irgendwelche Grenzregionen gestoßen beim Abfahren, weißt du? Also, dass man jetzt anbremsen musste und vielleicht ins Rutschen gekommen wäre oder dass es nass gewesen wäre. Ich bin sie noch nicht einmal nass gefahren. Also, das sind alles noch Sachen, wo ich nichts zu sagen kann. Aber ich fühle mich da sehr, 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 sehr gut aufgehoben und bin da sehr positiv überrascht. Also, ich würde mir jetzt, wenn du mir hier zwei, die 4000S2, die ja so als Referenzreifen gelten, und die hinlegen würdest in 25 und sagen, welche würdest du nehmen? Da würde ich definitiv die Open Corsa nehmen. Okay. Also kann ich wirklich, also ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es auch als Schlauchversion für dich. Aber sicher bin ich da noch nicht. Also ich bin sehr, sehr, sehr angetan davon. Ja, bevor man mal so eine Schlauchversion wechselt,
Bloß um mal einen Reifen zu testen. Hm. Aber wo liegen die so preislich, die Corsa? Oh, da hast du mich auf dem falschen Fuß. Weil das ist ja mittlerweile echt, also so ein Satz Reifen eben doch eine ganz schöne. Ja, ja, klar. Also das ist nichts. Jetzt habe ich Opel Corsa, hat er mir ins Wort verschafft. Opel Corsa Graphen. Die sind schon nicht, boah. Klaus, im Übrigen, der Klaus fragte, wie lange wir noch senden, weil die Kondition langsam zu Ende ist. Also das günstigste Angebot, was ich jetzt hier auf die Schnelle gefunden habe, liegt der 25er bei 54 Euro. Also in der Tat nichts, was man mal ebenso zum Ausprobieren macht. Aber das stimmt wohl. Aber wenn man einen neuen Reifen braucht... Liegt dann also auch pro Stück ein Zehner überm 4000er. Die liegen ja so bei 40, oder? Ja, ich glaube schon. Also du kriegst ihn, ja. Ja, so um die, sagen wir mal, um die 50 Euro liegt der Vittoria und der, krass, hätte ich jetzt so, Continental GP 4000S liegt bei knapp über 30. Also ja, oh ja. Ein 10er, 15er mehr ist es schon. Ja, aber ich würde, wenn ich jetzt im kommenden Jahr mir neue Reifen kaufen müsste, würde ich die, glaube ich, ausgeben. Ja, ist auch nochmal so eine Frage, Laufleistung, also wie lange halten die? Genau. Sicherheit wirst du auch sehen. Ja, wenn du jetzt in Köln wieder unterwegs bist, wie oft? Absolut, also das wird so eine Langzeitgeschichte sein und vor allen Dingen, das ist für mich jetzt auch das, die Schwierigkeit noch, wie schwierig oder leicht sind die dann noch unterwegs wechseln, weil es war wirklich sehr, sehr, sehr schwer, die auf die Laufräder drauf zu kriegen. Das, da habe ich noch ein bisschen Schiss vor. Frage aus dem Chat zur Haftung der Reifen. Bis dato kann ich, Haftung ist halt immer nur, also ich komme im Trockenen, komme ich in keine Grenzbereiche. Und im Nassen bin ich die noch nicht gefahren. Ne? Das muss man so einfach da mal sagen. Daher bis jetzt Haftung völlig unproblematisch. Aber das kann ich vielleicht sagen, wenn ich das erste Mal in richtig Nassem unterwegs war. Bloß im Moment habe ich es halt so, dass ich ein bisschen plane, mit dem einen Rad im Nassen und mit dem anderen im Trocknen zu fahren. Und auf den anderen Rad habe ich noch nicht umgerüstet auf Vittorias. Deswegen muss ich da noch ein bisschen die Antwort schuldig bleiben, sozusagen. Mhm. Und aber wie gesagt, wenn ich... Wirst du dort umrüsten auf die Vittorias? Ich glaube nicht auf die, sondern auf andere, weil einfach wegen des Preises und weil ich an dem Trainingsrad dann einfach noch etwas mit größeren, noch größerem Pannenschutz und sowas wie quasi das Pendant zum Four Seasons oder sowas werde ich mir dann drauf packen. Okay. Ja, aber das, und das wird jetzt auch bald passieren müssen, weil ich hatte in dem einen ein Loch, in dem einen 4000S2 und habe da jetzt ein Mavic 23 mm vorne und ein Continental 4000 S2 25 hinten und das geht ästhetisch einfach nicht. Der Mavic ist schwarz, oder? Ist das so? Nee, die sind beide schwarz, aber das sind zwei unterschiedliche Reifen vorne und hinten und in unterschiedlichen Breiten und das, nee, das krieg ich nicht gepasst in meinem Kopf. Das kann nicht sein. Also unterschiedliche Breiten finde ich gar nicht so schlimm. Nee, aber wenn es dann auch noch unterschiedliche Reifenmodelle sind und unterschiedliche Profile und so, mit den unterschiedlichen Breiten, die werden ja auch teilweise unterschiedlich breit ab Werk verkauft. Es gab von Continental mal, ich glaube, wie nannten die sich, Sprinter und so. Da war quasi hinten, vorne 22 und hinten 24 oder 24 und 26. Das gab es schon. Und kam jetzt auch schon das Argument, 23, 25 soll die schnellste Kombination sein. Ich fahre am liebsten das, wo ich mich wohlfühle. Und ob etwas, die Frage ist auch immer, wenn etwas schneller ist, auf einem Teststand zum Beispiel, ob es auch so komfortabel ist, dass ich das über eine lange Zeit so fahren möchte. Ob man nicht auch Leistung verliert, wenn man etwas weniger Komfortables fährt. Klingt das nachvollziehbar, wie ich das meine? Also wenn ich jetzt einfach, wenn ich eine Haltung auf dem Fahrrad einnehme, die sehr, sehr schnell ist, das aber nur für 10 Minuten durchhalte, ob das wirklich längerfristig die schnellste Haltung ist oder ob nicht eine ist, wo ich eine etwas Schonhaltung eingehe und das über einen längeren Zeitraum treten kann, nicht am Ende die schnellere Position ist. So ungefähr. Ja, ja, ja. Also das ist halt auch immer so die Frage. Ja. Ja, also, aber wie gesagt, also von den Reifen bin ich bis dato, oder von den Mänteln bin ich sehr, sehr, sehr angetan. Keine Sekunde da, das bereut die drauf zu haben.
Und was ich dann auch noch, das eigentlich wissen das ja alle, aber ist dann selber jetzt noch mal so zu erleben, das Auf, wie sagt man, Aufrüsten, naja, das klingt zu martialisch, dass die Investition in bessere Laufräder macht wirklich nur bei einem Rad sehr viel aus. Ja. Also ich habe die Laufräder jetzt am Anfang ja auch schon mal vorher an meinem alten Rad gefahren und fand es da schon sehr, sehr, sehr herausragend. Und jetzt merke ich das auch nochmal in dem Rahmen, wo das ganze Rad dann irgendwie auch um diese 600 Gramm ungefähr, 500, 600 Gramm leichter geworden ist, dass das wirklich sehr, sehr schön ist. Also die Laufräder sind von Ritchie, auf welche Ritchie ZH2. Und leichtere Laufräder, agilere, steifere, das macht schon Spaß. Also das hätte ich, doch habe ich vorher mir auch schon so gedacht, aber das macht Lust auf mehr. Also ich kann jetzt verstehen, dass du da zu Hause einen Laufradstall sozusagen stehen hast. Und so Hochprofil-Dinger würden mich dann so längerfristig, sehr, sehr langfristig dann auch nochmal reizen. Auch an, insbesondere an diesem Fahrrad zu fahren. Mhm, mh. Und da macht es ja auch, gerade da macht es ja auch Sinn, oder was heißt Sinn, aber so rein optisch, weil du sagst, unterschiedliche Breiten sind nicht schön. Ich finde zum Beispiel Hochprofil vorne und hinten unterschiedlich. Auch schick. Nee, geht rein gar optisch. Nicht. Doch. Nein, geht gar nicht. Also weil es gibt für mich rein optisch, rein ästhetisch so eine Höhe von Hochprofil, wo ich sage, das sieht nicht mehr schön aus. Das ist zu fett, das wirkt zu schwer. Und das aber sozusagen gerade in Kombination mit einem leichteren vorne, also mit einem weniger, was dann auch beim Lenken zum Beispiel dich deutlich bemerkbar macht, wenn du vorne vielleicht weniger Hochprofil hast bei starkem Wind, dass du trotzdem noch relativ sicher lenken und fahren kannst und dir das nicht wegdrückt, währenddessen hinten ja das dann eher wie ein Segel ist beim Surfen. Ja. Also ich spreche jetzt nur über ästhetische Gesichtspunkte. Ich auch. Aber du sprichst einfach vom Segel, was wegdrückt und so weiter. Ja, nee, aber so rein ästhetisch finde ich das auch total schick, wenn da hinten und vorne sozusagen ein gewisser Unterschied ist. Das hat so ein Drive nach vorn. Also es ist so ein nach vorne Bewegung, finde ich. Aber im Chat kam auch nochmal ein Link zu einer Seite Bicycle Rolling Resistance. Das wo ist der Rollwiderstand, also wo so Reifen getestet werden. Ich habe jetzt nur ganz kurz reingeklickt. Kann man auch verschiedene Reifen vergleichen. Gibt es dann so verschiedene Angaben, wie schwer die sind, maximale Druck, wo die hergestellt werden, welchen Größen die es gibt. Und dann gibt es halt so einen Test. Der ist ganz interessant, wie viel Watt die wohl da an Rollwiderstand haben. Mhm. Und das sind die Vittoria Corsa Speed. Waren das die Speed, die du hast? Nee, das sind die Zeitfahrreifen. Die sind ohne Pannenschutz. Die sind bei 7,7 Watt. Welche hattest du? Open Corsa Graphen. Ja, die liegen bei 12,2 Watt, genauso wie der Grand Prix 4000 S2 bei 12,2 Watt. Ja. Ist in der Vorderde. Genau. Ich finde das immer sehr gut als so, wie soll man sagen, als mal so ein Denkanstoß. Aber ich finde, so das Gefühl auf dem Rad kann das nicht wiedergeben. Und selbst wenn ich mit dem einen Reifen das Gefühl habe, er fährt schneller als der andere und die sind gleich schnell, dann ist dieses Gefühl, was sich mir vermittelt, ja aber doch dann der berühmte Placebo-Effekt, der mir hilft, vielleicht schneller zu sein. Dass die so in einer Liga spielen, wer ist das? Bicycle Rolling? Also ich fühle mich sehr, sehr wohl auf den Reifen und das ist für mich so das Entscheidende. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, nee, sie sind wieder zu dem 4000 S2 gewechselt, weil sie sich nicht so wohl gefühlt haben. Das kann ich für mich jetzt nicht nachvollziehen. Also ich kann so einen Gedanken nachvollziehen, aber ich kann das für mich, sehe ich ganz komplett anders. Also ich würde mir den jetzt auch genauso in der breiteren Version, ne, das wäre wahrscheinlich auch nochmal so ein Punkt, der interessant wäre, nicht bestätigen. Und ich sehe, dass sie von der Pannensicherheit angeblich laut diesem Test genauso gut oder schlecht sind wie der 4000 S2. Ja. Schauen wir mal. Der Schwalbe One V-Guard wäre dann noch ein bisschen besser. Dann wäre der für mich für Köln wahrscheinlich der noch bessere Reifen. Naja, warten wir mal ab.
Aber wie gesagt, also um mit dem Laufrad dazu zu kommen, also bin ich auch sehr zufrieden. Optisch würde mir ein Hochprofil besser gefallen, aber irgendwann ging halt das Geld mal auch aus. Muss man ja auch mal realistisch sagen, dass sie dann noch mal Minimum 400-500 Euro teurer geworden wären, die ich mir dann gerne ans Rad geschraubt hätte. Und ich verfolge auch immer so ein bisschen die Maxime, wenn ich kaufe mir dann nur Sachen, die, wenn sie kaputt gehen, ich sie mir sofort ersetzen könnte, ohne dass ich dafür eine Niere verkaufen muss oder eine Leber. Und das wäre bei den Carbon-Dingern nicht gegangen. Da hätte ich dann halt Organe führen lassen müssen. Und das ist es ja dann auch nicht so richtig wert gewesen. Insofern bin ich, um jetzt so von da, um das neue Rad so, es rollt fantastisch bergauf, es rollt natürlich scheiße bergauf, aber das liegt nicht am Rad, sondern an mir. Dafür, wie ist das Überhang? Abtriebskraft ist natürlich überragend. Es war sehr schön, ich habe mich sehr, sehr wohl drauf gefühlt. Hier und da muss vielleicht nochmal so ein bisschen irgendwie an der Sattelhöhe gefeilt werden, aber das gehört ja auch dazu, das ist ja ein Prozess und kein Ereignis, dass man es im Rad neu bekommt. Und ja, sehr, sehr schön. Also ich freue mich jedes Mal. Ich musste noch seit dem Urlaub bin ich noch nicht wieder drauf gesessen, weil ich die Schnellspanner noch finden muss. Die habe ich irgendwo reingetan. Ja, warte mal ab. Aber also du kannst die Laufräder gerade nicht mehr befestigen. Ja, ich habe seit dem Urlaub bin ich noch nicht dazu gekommen, weil ich war auch ein bisschen krank und ich habe es deswegen noch nicht wieder zusammengebaut und ich weiß spontan jetzt noch nicht, wo die Schnellspanner sind. Aber ich weiß, dass ich das Auto zurückgegeben habe ohne, weil ich wusste, ich habe sie immer, wenn du im Urlaub ein Rad dreimal auseinanderbaust, habe ich mir am Anfang immer gesagt, so, ich lege alles genau in dieses Fach von dem Auto. Weil wenn ich es immer dahin reinlege, dann muss ich es nicht suchen. Mhm. Ja, ich habe mir extra vorher noch so ein neues Parktool Imbusset geholt. Ja, ich höre auf dich, wie du merkst. So ein Stern? Genau. Und da auch nur das Beste, also das mit dem abgesetzten Kopf oben. Und das habe ich plus die Schnellspanner immer in das linke hintere Sitzbank-Seitenfach getan. Ah, okay. Brav auf dich gehört. Und aber ich weiß jetzt nicht, nach der letzten Station lag es da nicht drin und ich musste sie irgendwo haben, aber ich werde sie schon wieder finden. Und dann wird das Rad wieder zusammengefasst. Und dann geht's weiter. Aha. Aber wie gesagt, ich habe auf dich gehört und habe in gutes, wie sagt man, gute Tools investiert, gutes Werkzeug. Ich habe auch meiner Frau gesagt, dass wenn sie mal nicht weiß, was sie mir zu Weihnachten oder Geburtstag schenken soll, dass sie dich dann fragt, was sie, wo sie meine Werkstatt aufrüsten kann. Ist das nicht, also. Ja, fantastisch. Ja, ja, weil ja. Gutes Werkzeug kostet viel, aber gibt einem auch viel. Ja, und vor allen Dingen kann man gutes Werkzeug, wenn es dann doch mal kaputt geht, erstaunlicherweise, zumindest bei der Firma Parktool, richtig gut ersetzen lassen. Also das ist, da habe ich jetzt gerade die Erfahrung gemacht, mir war, es heißt immer so, naja, nach Fest kommt ab, ja. Oder... Ja. Zumindest habe ich ein Werkzeug verwendet, was dann doch nachgegeben hat. Und will jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass das am Werkzeug lag. Es lag einfach an den Umständen und an dem Anwendungsfall. Ja, dann bist du jetzt konkret. Also was für ein Werkzeug, was hast du gemacht und wie dumm hast du dich angestellt? Nee, ich habe einfach die die Kugellager. Ich bin ein bisschen irritiert, dass deine Tochter schreit. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ja, ich glaube, meine Frau kriegt das schon hin. Okay. Ich hoffe es. Erzähl mal von deinem kaputten Kugellager. Und zwar hatte ich ein kaputtes Kugellager. Also nicht kaputtes, sondern ich hatte mir ein neues Kugellager bestellt. Für mein Tretlager. Also sozusagen die Lager. Bei Champagnolo ist halt, nee, eben nicht. Also die Lagerschalen sind quasi eingepresst in den Rahmen, ja. Ja. Und auf der Achse sitzen dann die Lager. Also auf der Achse von der Tretkurbel. Ja. Da sitzen die Lager drauf. Ja. Und sozusagen die Schalen bleiben die ganze Zeit drinnen im Rahmen und auf der Kurbel sitzen dann links und rechts die Lager.
Und bei dem System, was ich da jetzt habe, ist es halt so, dass die Achse quasi in der Mitte geteilt ist, also gezackt ist, und dann schiebt man die Kurbel von links und von rechts jeweils die Hälfte rein, und dann kommt dann mit den Schrauben, und dann ist das eine Kurbel sozusagen, eine Achse. Macht keinen Sinn, aber haben die Italiener sich mal so ausgedacht. Haben die sich so überlegt, und ich wollte halt sozusagen von der Achse, also von den beiden Achsenhälften jeweils die Lager runterholen. Mhm. Und da gibt es so ein spezielles Abziehwerkzeug von Parktool. Ich hätte gerne die Nummer, bitte. CB, jetzt noch mal kurz. Wie schreibt sich Warte mal, Parktool, jetzt mal, ja, live suchen in den Mails. CB-2? Warte mal, CBP5. Und dann gibt es CBP3. CB Ultra Torque CBP3. Ja, ganz genau. Button. Ja. Und da ist mir quasi beim Abziehen, also wenn man die saß halt ein bisschen fest, und dann gibt es da so ein Tool, womit ich da so ein Metalltool. Jetzt müsste ich mal gucken, die hatten mir das ja irgendwie auch immer zugeschickt. Ich werde mal ein Foto eventuell verlinken. Ich glaube bei der CBP3, da ist so ein Metallteil dabei. Ich werde das mal verlinken. Und das war mir gebrochen beim Abziehen, weil es halt doch recht fest saß. Und und ich hatte so überlegt, wann habe ich mir denn das geholt? Und ich wusste nicht, wie das in Deutschland ist, ob man 2 oder 3 Jahre Garantie hat. Mal 2 Jahre Gewährleistung, und es war halt so ein halbes Jahr ungefähr drüber. Und habe ich dann einfach eine Mail an Parktool geschrieben in den Staaten. Da gibt es also quasi auch so einen Garantie-Request-Anfragen. Warranty-Department. Bei Parktool, und habe dann hingeschrieben und Fotos mitgeschickt. Und dann war es wirklich so, ja, sorry, der Mitarbeiter ist gerade im Urlaub. Wer meldet sich? Wir melden uns. Wenn er zurück ist. Also, war okay. Ja. Und das war aber nur, der schrieb mir auch, er ist Donnerstag irgendwie schon zurück, und ich habe das Montag geschickt oder irgendwie sowas war. Und dann kam eben prompt auch an dem Tag dann die Mail. Und so, ja, okay, pass auf, hier hast du das Produktblatt von diesem Set, weil in so einem Set sind ja manchmal mehrere Teile drin. Schreib nochmal bitte, was kaputt gegangen ist, die Produktnummer, und dann tauschen wir das oder kriegst ein neues zugeschickt. Keine Diskussion, keine Rückfragen, kein irgendwie erklär dich mal, oder das ist dein Problem gewesen oder dein Fehler, oder wieso ist das jetzt ein Garantiefall oder irgendetwas. Und Parktool hat eben lebenslange Garantie, sagen die. Und da muss ich sagen, das war halt echt so, ja, das Zeug ist, Parktool ist teurer, das ist so ein bisschen wie Apple, aber es gibt dann halt auch wenig Diskussion bei solchen Geschichten. Und die haben dann quasi noch mit UPS Express aus den Staaten mir dann innerhalb von 3-4 Tagen das Ersatzteil zugeschickt. Also das muss ich ehrlich sagen, das war für mich, ich hatte mal so in Bezug auf anderes Werkzeug, hatte ich jetzt auch mal bei anderen Firmen geguckt, hatte mal überlegt, so ich will mir gerne für meine Werkstatt einen Kompressor zulegen. Und dann ist es ja immer ganz praktisch, da so ein, also ich will einen Kompressor haben, um jetzt nicht nur um Luft aufzupumpen, aber auch so, um mal was auszublasen im Ich möchte gar nicht mehr wissen, Markus. Das ist okay. Was denn? Ja, ist okay, ich weiß, das ist schon okay. Du brauchst einen Kompressor. Und dann gibt es halt da diese, wo man den, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ich habe das ja auch mal geschickt. So eine Art Ventilstück, dass du vorne sozusagen. Ja, nutzt. Also sozusagen, wo dann auch der Druck gemessen wird, und du siehst dann, okay, sonst wie ist drauf. Und das kostet halt von Parktool halt mal locker 130 Euro, währenddessen du das von anderen Firmen irgendwie für 30, 40, 50 kriegst.
Aber nach dem Erlebnis, also jetzt auch zu sehen, okay, wie wirklich entspannt das Ganze mit denen ablief, und ich sag mal, wenn die sagen, lebenslange Garantie, dann hoffe ich sozusagen auch, dass da vielleicht wenn da mal in 10, 20 Jahren was passiert, dass dann auch ich mir das immer noch umtauschen kann. Und das hat dann doch dazu geführt, dass ich abgewartet habe und mir jetzt keine günstigen Alternativen hole, sondern dass ich da jetzt noch Mittelspare abwarte und dann doch zum Premium-Produkt greife. Also echt Daumen hoch, aber das war für mich jetzt wirklich nochmal so ein, ich habe ja viel von Parktour und das ist viel, viel Fetisch und viel, viel Liebe zu der Marke, aber jetzt und auch, ich auch gute Produkte, will ich gar nicht sagen. Also die Werkzeuge sind schon ziemlich, ziemlich gut. Aber das war jetzt so mal ein Erlebnis, was sich doch abgrenzt von vielen anderen Sachen, von vielen anderen Herstellern. Und das ist genau das Gleiche. Also ich kann diesem Argument zu 100% folgen. Der Spruch von dir auch, wer günstig kauft, kauft oft, also nicht, ich sag nicht immer, aber wer günstig kauft, oft genug zweimal. Und ja. Das ist genau das gleiche Argument, was ich für Rafa oft genug in die Waagschale werfe oder anbringe. Ne? Wenn mir da mal bei einer Hose die Naht kaputt geht oder so, ja, dann schicke ich die dahin zur Reparatur und bekomme die vielleicht 3 Wochen, vielleicht 4 Wochen später, aber ich bekomme die einfach repariert zurück. Hm. Ja, oder wenn ich ein Trikot nach längerer Zeit auch mal, ist mir der Reißverschluss kaputt gegangen, das schicke ich dahin und dann sagen die mir, sorry, können wir nicht reparieren. Hier hast du einen Gutschein, kauf dir ein neues bei uns. Ne? Und das sind genau die Argumente, die du für da Parktour in den Raum wirfst, die ich für Rafa da oft genug in den Raum geworfen habe und die es aber auch bei anderen Firmen ja gibt. Man muss halt nur dann irgendwie schauen, dass man das, für Physik kann ich das nochmal erwähnen, wo ich damals den Sattel getauscht bekommen habe. Das sind halt echt so Firmen, die haben es verstanden. So blöd es klingt, aber ne, das ist so das, was man haben, wo man dann auch gerne das Mehrgeld ausgibt. Ja, ja, ja. Also, und also es ist gerade diese Garantiegeschichten ist so, okay, wenn da irgendwie in ein paar Jahren, wenn da was kaputt geht, dann hoffe ich einfach mal, dann nicht nochmal 30, 40, 50 Euro auszugeben, sondern wenn doch mal was passiert, ich das nutze. Und deswegen verstehe ich auch, dass sich das vielleicht im Werkstattbereich dann doch durchsetzt, wo solche Werkzeuge ja doch täglich im Einsatz sind. Und also bei mir, sag mal, gut, ich putze jetzt meine Werkzeuge nicht nach jedem Gebrauch, aber das wird schon gepflegt und ist nicht im täglichen, robusten, harten Werkstatteinsatz, wie das vielleicht bei anderen Firmen ist. Und genau. Also aber, Daumen hoch, Empfehlung. Ja, kann ich, also recht kann ich auch. Rechtfertigt auch ein bisschen den Preis. Ja, bin ich völlig bei dir. Und deswegen auch der Daumen hoch von mir bei anderen Firmen oder so. Man muss halt nur dann auch mal, ich glaube, man muss oft genug die Erfahrung dann erstmal gemacht haben, damit man sowas zu schätzen weiß. Und auch die nicht so gute Erfahrung vielleicht mal gemacht haben. Ne? Dass man das dann auch weiß. Ja, ja, ja. Ja, schön, dann weiß ich ja da. Und ich glaube aber auch, ein Teil vielleicht, den man da auch mal erwähnen muss, es gehört auch dazu, dass ein Kunde für sich vielleicht mal einschätzen kann, wann so eine Reklamation gerechtfertigt ist und wann nicht. Weißt du, wenn du dieses Gerät jetzt irgendwie seit drei Jahren jeden Tag 5-mal im Einsatz hättest und dann wird dieser Metallbolzen da brechen, weißt du, dann wärst du auch jemand, der sagen würde, okay, das hat jetzt auch seine Lebenslaufzeit erreicht. Ne? Dann ist es gerechtfertigt, dass das jetzt bricht. Ich habe das, keine Ahnung, 365 mal 3 mal 5 mal benutzt und jetzt ist halt mal vorbei. Und aber in so eine, ne, das ist vielleicht auch so eine Verantwortung des Kunden, denke ich mir immer. So, ja, aber wenn eine Firma dir lebenslange Garantie gibt und das selbst das Gerät, also wenn es jetzt durch Fehlbenutzung kaputt geht, dann soll das auch irgendwie 10 Jahre mit täglichem Brauch halten. Ja. Das ist ja, stimmt. Und ich sag mal, in einer gewissen Weise bezahlt man vielleicht, also es ist ja nicht, was die so eine Firma schenkt ja nichts, ha? Ist ja das ist ja jetzt nicht so, hier gut will und wir machen jetzt mal einfach gut Kumpel und wir machen da was. Das ist ja ganz klar kalkuliert und berechnet. Dass sie sagen, okay,
zu unseren Herstellungskosten gibt es halt da, so wie es in der Kalkulation dann eben verschiedene Posten gibt, für Marketing und allem, was auf die Produkte drauf gehauen wird, gibt es dann halt auch den Posten Garantie und dann wird einfach so überlegt, okay, so und so viel Garantiefälle innerhalb so und so viele Jahre und das bezahlst du ja, also im Endeffekt bezahlst du es ja mit dem Kauf. Das stimmt. Aber also was mir eben auch gefallen hat, ist einfach dieses Unkomplizierte. Also dieses, ja. Nicht, ich diskutiere jetzt mit dir und ich unterstelle dir erstmal, dass du was Fehler gemacht hast und du musst uns jetzt erstmal beweisen, dass es so ist, sondern ist sozusagen einfach den norwegischen Weg gegangen. Ja. Ich weiß jetzt noch, dass ein Ex-Kollege von mir immer noch da völlig konsterniert war, als ich ihm berichtete, wie bei euch die Versicherungen arbeiten. Dass er so erstmal per se geglaubt, dem Kunden geglaubt wird. Ja. Genau, also tolle Erfahrung, Daumen hoch. Ich bleib der Firma treu. Das ist doch gut. Apropos, ich bleib der Firma treu. Parktool ist ja jetzt bei lange schon bei dir irgendwie so dass die Firma der Wahl, wenn es um Werkzeug geht. Bei mir in Bekleidung, oft genug Graffa oder auch mittlerweile andere Sachen. Wir haben jetzt mal angefragt, oder wie kam es eigentlich dazu? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ob wir vor längerem angefragt haben oder vor kürzerem. Ich glaube, ich habe auf ein Newsletter reagiert, wo es um Schuhe ging, von der Firma Giro. Ich glaube, das war auch ein Newsletter, aber ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig. Oder es ist schon länger her. Und dann haben wir bei Giro einfach mal gefragt, hey, wie sieht's aus, könnt ihr uns ein Testexemplar zur Verfügung stellen? Und irgendwann hast du mal gesagt, wenn wir über was reden, das ist eigentlich doof, wenn nur einer es ausprobiert hat, weil ein Dialog ist immer besser. Und da habe ich war ich zugegebenermaßen am Anfang skeptisch. Und zwar nicht nur darum, wenn es geht, ob es ein Dialog besser ist, sondern ich war einfach skeptisch, ob Firmen uns zwei Exemplare geben. Ja. Und du hast gesagt, nee, einfach mal probieren. Und es waren jetzt, überraschenderweise hat sich gezeigt, dass mehrere Firmen schon gesagt haben, nee, okay, klar. Und die haben auch das Argument völlig eingesehen oder kommt das nachvollziehen. Mhm. Und so frugen wir bei Giro nach Schuhen an. Haben auch, das ging relativ zügig dann. Und eigentlich hatte ich andere angefragt und dann wiederum sind andere gekommen, aber das war auch egal. Also das Letzte wäre, sich da jetzt sehr undankbar zu zeigen. Und so durften wir Schuhe ausprobieren für Giro. Genau. Habe ich das richtig zusammengefasst, die Geschichte? Hast du richtig zusammengefasst. Ja. Und seitdem tragen wir beide erstmal, also ich fast ausschließlich. Ich glaube, ich habe die anderen Schuhe noch einmal angehabt seitdem. Aber ansonsten bin ich glücklicher User oder wie sagt man bei Schuhen? Glücklicher Nutzer, User, glücklicher Träger. Träger. Glücklicher Faktorträger. Und du auch? Ja. Ich hatte ein kleines Experiment gewagt und zwar habe ich mir Cleats geholt also die fest sind mit 0% Bewegungsfreiheit. Das habe ich ja schon am Anfang an nicht verstanden. Und ich dachte, ach komm, probieren wir mal aus. Und habe dann aber feststellen müssen, da muss man dann schon sehr genau den Schuh einstellen und gucken, dass das alles ganz genau passt. Mhm. Und und da habe ich dann nochmal welche mit 5% geholt und ich glaube 6, oder? Sind das nicht 6%? Ja, 5, 6. Ist egal. Also egal. Der mittlere Wert sozusagen. Genau. Und den habe ich nochmal geholt und das macht es dann gleich viel, viel besser. aber ich muss sagen, insgesamt, also hast du schon gesagt, wie er genau heißt? Ich habe den Link reingesetzt, das ist Faktor ACC. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wofür das ACC steht. Es wird Carbon Fiber. Es beschreibt, glaube ich, die Carbon-Sohle, die von Easton kommt. Also alles aus amerikanischer Hand. Und Faktor.
Bei Schuhen war ja, es war ja auch das Problem am Anfang. Also ich trage in normalen Schuhen Größe 44,5. Dann habe ich meine Mavic-Rennradschuhe. Die Pro Road habe ich in 45 1/3. Und dann hieß es ja, welche Größen braucht ihr denn? Hm. Und ja, überlegt hin und her, was macht man denn jetzt? Weil wenn man sowas zugeschickt bekommt, soll es natürlich auch, also wäre es schön, wenn man es testen will, dass es passt. Weil sowas zurückschicken und dann wieder neu und hin und her, das ist natürlich super doof. Also es ist ein Riesenaufwand und das ist mir dann, wäre dann unangenehm und das will man natürlich zu vermeiden. Dementsprechend, ich hatte noch Glück, ich konnte einen Arbeitskollegen, der Giro hat, fragen nach seinen Schuhen und habe diese Schuhe dann mal anprobiert. Und dementsprechend war ich mir relativ sicher, dass die 45 ganz gut ist. Bei dir war das nicht so. Also, dass man sich so sicher sein konnte. Nee, ich habe geguckt, ob ich irgendwo im Laden was kriege zum Anprobieren mal hier, aber das war die Vertrieb mal nicht Giro. Leider. Ja. Und dann haben wir einfach mal auf gut Glück für dich gesagt, wir nehmen die Hobbit-Größe 42,5 und das passte dann. Ja, genau. Musst du noch kurz überlegen, weißt du, immer noch nicht. Ich mache, leg bald eine Liste an von Markus Größen in Sachen, also ich notiere mir das jetzt, weil der Markus weiß nämlich nie, was für eine Größe er hat. Also bis ich rausgefunden habe, was für eine Schuhgröße du hattest, da war eine Woche ins Land gezogen. Nein, das war das eben, ich habe, sag ich mal, einen recht unkonformen Fuß und da hängt also die Schuhgröße jetzt nicht nur von der Länge des Schuhs ab, sondern eben auch von der Breite und von der Höhe. Also wie flach der jetzt in der Höhe gebaut ist, gerade von am Spann. Also es kann gut sein, dass ich manchmal Schuhe habe, wo vorne noch recht viel Luft ist, in die ich aber ganz bequem reinpasse, weil die einfach dann breit genug sind, gerade in der Größe oder so. Also es ist schwierig. Es ist manchmal schwierig bei mir, ganz genau. Aber wir hatten Glück, die passen. Ja, ganz genau. Zusatzbehör, also die kommen, was ich vorher noch nie hatte, in der Tasche. Also das fand ich jetzt im Urlaub auch sehr, sehr angenehm. Ne? Du kannst sie halt in der Tasche einfach so mitschleppen oder hinten in den Kofferraum werfen und die flog nicht so irgendwie rum. Es sind da drin drei verschiedene Einsätze für das Fußgewölbe. Das heißt, je nachdem, wie man das haben möchte, wird das Fußgewölbe mehr oder weniger unterstützt. Anders gesagt, Platt- und Spreizfuß werden auch glücklich. Mhm. Es gibt die auch noch in einer breiteren Version. Also es gibt viele Schuhe von Giro in der normalen Version und dann in einer HV-Version, also breiter gebaut. Was gibt's noch zu sagen? Was mir aufgefallen ist oder was ich im ersten Moment irritierend fand, dann aber, nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, klang es für mich absolut sinnig. Die Klettverschlüsse sind so versetzt. Ist dir das auch aufgefallen? Anscheinend ja. Nee. Der vordere Klettverschluss ist so ein bisschen nach links versetzt und der mittlere nach rechts. Und oben hat man so eine Schnalle mit einem mit diesem typischen Raschelsystem. Die Klettverschlüsse sind so versetzt, damit die Kraft an unterschiedlichen Ansatzpunkten ist und nicht nur nicht in einer Linie sozusagen. Ah, okay. Ja. Vielleicht mache ich auch für dich noch eine Produktschulung nebenher. mir ist im Vergleich zu allen anderen Schuhen oder zu alten Schuhen aufgefallen, dass die Sohle halt recht flach ist. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich näher am Pedal dran bin. Das mag aber auch wieder so eine subjektive Geschichte sein. Hast du mit den Gewölben gearbeitet? Also hast du unterschiedlich ausprobiert, oder? Da bin ich noch am Ausprobieren. Auch nochmal zu gucken, ob mir das nochmal die eine oder andere Richtung Veränderungen bringt. Also ob ich merke, oh, das ist jetzt schlechter oder ja, wie sich das auswirkt. Ich habe ja es gab ja von Giro gibt es ja diese Einlagen einzeln, also jetzt ohne Schuhe, sondern nur die Einlagen. Ja. Und die habe ich mir ja mal vor vielen Jahren quasi gekauft. Okay. Und bin damit eigentlich lange Zeit gefahren und wollte jetzt aber nochmal neu probieren, weil manchmal ist es ja auch so, ich habe die wirklich jetzt viele Jahre gehabt, ob die noch so die Form haben, wie sie die haben sollten eigentlich, oder ob die nicht auch ein bisschen. Ja, deswegen bin ich jetzt nochmal neu am Austüfteln und probieren. Ich denke mir sogar, wir haben da bestimmt mal im Podcast drüber gesprochen, über die Einlegesohlen. Kann mich nur ganz, ganz dunkel dran erinnern. Müsste ich nochmal recherchieren. Das fand ich cool, dass sie dabei waren, weil die haben einzeln, ich müsste jetzt gucken, ob es die noch gibt, aber das war jetzt auch kein irgendwie 5-Euro-Produkt. Also die haben schon irgendwie 30, 40, 50 Euro gekostet. Und war jetzt positiv überrascht, dass die dabei waren.
Also das ist, ich habe das Gefühl, vielleicht bestätigst du mich jetzt oder hältst mich für komplett geisteskrank, dass ich auch die über die Länge der Zeit, also wenn ich diese Schuhe jetzt über einen längeren Zeitraum trage, dass sich die Sohlen nochmal irgendwie ein bisschen anpassen. Also ich glaube, dass ich da noch nicht am Ende angekommen bin mit meinen jetzt auch da ungefähr gefahrenen 500 Kilometern, dass diese Sohlen, ich habe das zum Beispiel so, dass ich bald beim rechten Schuh das größere Gewölbe nochmal einsetze, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Füße unterschiedlich sind. Ja, und zum Beispiel. Da werde ich auch noch so ein bisschen mal rumprobieren und gucken, ob das was bringt. Und ich will da aber auch nicht so, ich will da jetzt auch keine größere Wissenschaft draus machen als nötig. Weißt du, weil ich fahre mit diesen Schuhen einfach jetzt gerade so im Moment bin ich so total zufrieden. Also ich, vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, ich habe die Sohlen gerade gefunden. Also die gibt es jetzt immer noch zum Einzelkaufen. Okay. Steht aber jetzt kein Preis. Also ich habe es auf der Seite von Giro direkt gefunden. Supernatural Footbed Kit nennt sich das. Okay. Ich will jetzt aber auch keine größere, weißt du, keine Wissenschaft mehr machen als nötig, weil so wie ich diese Schuhe jetzt habe, passen die einfach gut, ist super. Weißt du? Ja. Also ich habe da gar nicht groß das Bedürfnis, was zu verändern. Und ich habe gemerkt, so blöd es klingt, dass die Mavics, die ich vorher hatte, finde ich auch immer noch super. Das sind super Schuhe. Nur, die passen mir nicht ganz. Und das ist mir vorher nicht so, also ich hatte vorher schon so das Gefühl, ein bisschen schwammig drin zu sein. Ja. Und jetzt hat sich das erst bestätigt, dadurch, dass ich jetzt deutlich bessere Schuhe fahre oder passendere Schuhe. Ja. Meinst du mit schwammig, die sind ja eigentlich zu groß oder meinst du, genau, die ganz, sozusagen ja, vom Material her vielleicht auch zu weich sind, also dass sich das auch so... Also deutlich, also nicht deutlich, aber so ein ganz kleines bisschen zu groß. Und ich merke auch, dass die zwei Klettverschlüsse bei den Giro-Schuhen mir vom Gefühl her irgendwie besser, einen besseren Halt oder ein besseres Gefühl geben als die Mavic-Verschlüsse, die ja aus so... Das sind im Prinzip auch wie zwei Klettverschlüsse, aber die sitzen sehr, sehr punktuell über so zwei wie Drähte. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Also die Kraft wird punktueller eingesetzt als die beim Giro und das mag auch wieder so eine subjektive Geschichte sein, aber mir gefällt das breitere oder die breitere Kraftübertragung besser. Aber was jetzt noch dazu kommt oder was ich da... Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Also, weil jetzt im Moment fühle ich mich dann irgendwie viel besser aufgestellt, weil ich kann einfach die Mavic-Schuhe, wenn ich im Winter einfach mit ein paar dünnen und ein paar dicke Socken oder so, mit mehreren paar Socken, ist das jetzt perfekt eigentlich, weil ich habe jetzt dann einfach einen sehr, sehr guten Winterschuh. Ein paar Überschuhe drauf und vor dem Hintergrund ist das, also ist jetzt nicht so, dass der Schuh obsolet wird, sondern dafür sind die halt toll. Aus dem Chat kommt noch die Rückfrage oder eine Anmerkung dazu, zu den Giro Empire. Das sind Schnürschuhe. Das sind genau die ich damals gedacht habe, für uns anzufragen. Weil die hätten nämlich noch zwei zusätzliche Kriterien gehabt, die mich sehr interessiert hätten. Und zwar einmal die Schnürung, wie die Schnürung funktioniert. Ja, weil das ist ja so ein bisschen der Trend oder die Mode gewesen in den letzten, die in den letzten zwei Jahren aufgekommen ist. Und zum Zweiten habe ich natürlich an dich gedacht, die ewige Dunkelheit bei euch in Norwegen. Da gibt es reflektierende. Und das hätte ich für dich sehr schön gefunden, damit ich mir hier nicht so viel Sorgen machen muss. Ja, ja. Ja, du bist sorgvoll. Nee, was sagt man? Ich mach mal so. Ja. Mit dem Papa. Aber ich finde ja schön, wenn man so einfach mit so einfachen Mitteln etwas doch ja einen Mehrwert bieten kann und vor allen Dingen bei dir mit Sicherheit ist halt, wir sprachen drüber nach beim letzten Mal über das Radarsystem und wie das hilft. Da gab es hinterher in den Kommentaren, vielen Dank dafür auch nochmal, so noch eine Diskussion. Und da geht es halt einfach darum, subjektiv gefühlte Sicherheit ist viel wert. Also und in Geld auch nicht aufzuwiegen, stimmt auch nicht, aber da ist Geld halt auch so gut investiert. Aber deswegen, die Empire hätten wir angefragt, aber wir möchten jetzt nicht undankbar wirken. Wir sind mit dem, was wir da bekommen haben, mehr zufrieden. Und hast du schon andere Produkte von Giro mal benutzt?
Na, wie gesagt, also außer die Sohlen. Außer die Einlegesohlen, ich überlege gerade, die Handschuhe, sind die von Giro, die ich habe? Also nicht die, die ich dir jetzt letztens geschickt habe. Das kann ich dir sagen. Die dicken Handschuhe, ich habe so dicke Winterhandschuhe. Ich dachte, die wären auch von Giro. Kann du beschäftigst sein? Dich nur mit deinem Werkzeug und dem Fahrrad, ne? Das ist so traurig. Naja, ich habe das Problem. Für den Rest hast du mich klar, aber. Ich kann mir sowas aber nicht merken. Das ist so, ich wäre alt. Ja, das sowieso. Das ist so. Ich hätte so ein. Also ich. Drei-Finger-Handschuh oder sowas von Giro. Bitte ein. Ja, gibt es. Und da bin ich auch sehr zufrieden. Ja, ich finde das immer schön. Also ich neige ja dann dazu, wenn mir etwas von der Firma gefällt, also wenn mir ein Teil gefällt, dann mir auch einfach, wenn ich was anderes kaufen möchte. Meinst du die 100 Proof? Ich schmeiß es mal einfach in den großen Schuh. Ich habe die auch hier, aber nee, das sind die nicht, aber die sind so ähnlich, oder? Ja. Vielleicht sind die jetzt, es kann auch sein, dass die mittlerweile weiterentwickelt sind, weil die habe ich mir bestimmt schon vor 3-4 Jahren geholt. Also ich neige ja dazu, wenn ich von der Firma ein Produkt gut finde, wenn ich was Neues brauche, dann auf diese Firmen auch zurückzugreifen. Wie gesagt, bei Kleidung ist das ja die Engländer vorwiegend. Ja. Und, doch, es ist der Giro Proof 100, aber die sehen jetzt anders aus als okay. Weißt du, es gibt da sowas, das nennt sich Block. Und da werfe ich mal. Ach, schlimm. Gab's früher mal, ne? Das war in den 90ern. Zack. Genau, die Winterhandschuhe habe ich von Giro. Auch sehr zufrieden. Ja, das sind sie noch genau. Von 2013, also 3 Jahre her. Na, und funktionieren immer noch. Dass man dann dazu neigt, wenn man etwas Neues braucht, auf diese Firmen dann wieder zurückzugreifen. Klar, ich meine, wir sind da schon irgendwie auch firmenaffin und wir mögen... also Firmen verkaufen auch ein gewisses Image oder Gefühl, Style und dann identifiziert man sich damit und findet das ihnen vielleicht gut und die anderen mögen halt vielleicht eher einen anderen Style. Es gibt immer so technische Faktoren, die ihn vielleicht auch mal zu einer Firma bringen oder so, aber oder die man so als Argument auch nutzt, aber also warum fahre ich Bianchi? Da haben wir irgendwie... Versteht eh keiner. Warum fahre ich... Also, Campagnolo versteht man noch viel weniger. Ich sag mal so, wenn wir alle nur das Produkt kaufen würden, was vielleicht irgendwie die Tests gewinnen würde, wäre das Ganze auch sehr einfältig draußen auf der Straße. Ja. Also wenn wir immer alle nur das technisch Beste fahren könnten, wollten. Oder, ja, auf jeden Fall. Oder der Geschmack so einheitlich wäre. Ja. Aber gerade Geschmack ist ein gutes Thema, weil die Schuhe haben ja eine Farbwahl. Also wir haben die schwarzen. Und die haben so ein Matt, also so ein Matt und dann sind die aber auch teilweise so glänzend abgesetzt und du warst am Anfang nicht so, nicht so dein Style. Ich dachte so ein Lackschuh, das weiß ich nicht, ob das meins ist, aber dann habe ich fest, also ich habe, es ging so los, dass das Paket ankam, ich habe das nur, ich wusste ja, welcher Schuh kommt und dann habe ich mir das Bild angeschaut. Dachte ich, ach ja. Und dann schrieb mir meine Frau, die das Paket entgegengenommen hat, eine Nachricht nur, hier Schuhe sind da, da ist aber komischer Lack dran. Und ich so, hä, Lack? Und dann habe ich mir die Schuhe nochmal genauer angeguckt. Und auf dem Bild sieht man das nicht so genau. Genau. Ja, das ist völlig richtig. Ist es in der Realität, ist dieser Lackbereich, wie soll man sagen, herausstechender, prägnanter, bisschen... Dominanter, ja. Dominanter, genau. Aber ich habe da meinen Frieden sehr, 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 sehr gut mitmachen können. Man sieht es, wenn man auf der Produktseite ist, bei dem mittleren Bild. Genau. Und wenn man dann nochmal da ein bisschen mehr reinzoomt, dann sieht man das deutlicher. Ja. Auf oder dem auch wenn man sich Bild sieht man es kaum. Wenn man sich den weißen Schuh anguckt, da kann man es auch gut sehen, weil da ist es halt weiß-schwarz abgesetzt. Ja, genau. Aber habe ich meinen Frieden mitgemacht. Vor allen Dingen, weil mich der Schuh so von seiner Passform und von der Qualität und von dem, wie er so überzeugt hat, dass ich mir dachte, dafür nehme ich das aber auch sehr, sehr gerne in Kauf. Mhm. Ja, also über so Designelemente, boah, ist halt Geschmack. Ne? Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Und ich muss sagen, mich hat's jetzt je länger ich den Schuh trage, umso fürchterlich egaler ist es mir. Also weil ich vom der Komfort reißt einfach alles raus.
Nein, ich finde den Schuh, der hat eine schöne, schöne, also ich war ein bisschen skeptisch, was hinten die Achillesferse betrifft. Der Schuh ist hinten relativ hochgezogen, sieht man auch. Du meinst die Achilles, du meinst die Achillessehne? Ja. und ich war skeptisch, weil ich hatte mit anderen Schuhen, die nicht so hochgezogen sind, schon Probleme im Vorfeld. Und wo ich so dachte, ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Und ich war dann auch gespannt. Ja, und der Schuh aber an sich ist aber so gut gepolstert und insgesamt bequem, und also dass das überhaupt null Probleme bisher mir gemacht hat. Und es steht ja hier, das sehe ich jetzt zum ersten Mal auch auf der Seite von Giro, with all day comfort. Und das kann ich auch so wirklich bestätigen, weil ich für meine Verhältnisse waren das ja jetzt schon längere Touren von irgendwie 4-5 Stunden auch. Während der ganzen Zeit habe ich, der Schuh wurde eigentlich über den Tag immer besser, hatte ich so den Eindruck. Ja. Man musste kaum noch nachjustieren und ich bin da wirklich sehr zufrieden mit, sehr, sehr glücklich. Also ja. Damit ich von einem von dem Schuh auf einen anderen wieder wechsle, da müsste ich weiß nicht, was man mir da unter die Sohlen, unter die Schuhe, unter die Füße, unter die Füße packen müsste. Angefixt. Ja, also ich wirklich. Und ich komischerweise, unabhängig davon habe ich vor, weiß gar nicht mehr wie lange, ich würde schätzen, vor einem Dreivierteljahr oder so, hat mir mal jemand die Empfehlung gegeben für einen Giro-Handschuh. Also einen normalen Kurzfinghandschuh, den es jetzt leider, ich habe das irgendwo gelesen, dass der in einen neuen, wie soll man sagen, die neue Auflage kommt und man müsste noch irgendwie die alte sich sichern, weil die alte so toll wäre und die neue nicht mehr. Und das habe ich dann damals in einem Anfall von, Vertrauen gemacht und habe mir noch die alte Version von dem Giro Zero geholt. Und ich bin einfach sonst früher immer ein Fan davon gewesen, von Handschuhen mit so viel Dämpfung wie möglich. Ja. Und diese Handschuhe haben null Dämpfung, also gar nichts. Und nichtsdestotrotz ist das jetzt zurzeit so der Handschuh, den ich am meisten benutze eigentlich. Vielleicht, ich werde den auch mal mit verlinken unter den Produkttests oder werde den da auch einsetzen. Das ist der Handschuh, den ich wirklich vorwiegend oder fast jetzt auch auf den langen Touren immer genutzt habe. Wie gesagt, jetzt gibt es nur noch den Zero 2. Der unterscheidet sich. Hast du das Bild jetzt offen? Nee, warte. Der unterscheidet sich im Prinzip vom Einer dadurch, dass das Bündchen am Handgelenk deutlich höher ist. Ja, länger ist. Genau. Und das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich finde es bei einem Handschuh, der eigentlich eher so ein sommerleichter Handschuh ist, weniger gut. Ja, zu lang eigentlich. Ja. Man sieht es auf den Bildern ganz schön, das ist ja schon fast wie ein Armling. Dann wiederum würde es was anderes, was ganz anderes bedeuten. Gibt es das eigentlich? Also das wäre doch mal was. Ich habe du als Armling fertig ist, als ein Armling. Ich habe mal den Link noch zu dem Armling. Moment, kurz, bevor du jetzt komplett ausrastest. Ich habe noch den Link auch für die reingesetzt für den anderen Handschuh nochmal, dass man auch den Vergleich sehen kann. Im alten. Genau. Modell. Ich sehe es deutlich kürzer, ja. Es gibt, also wenn ihr den alten Giro Zero nochmal irgendwo findet, dann schlag zu. Das lohnt sich. Du meinst quasi sowas wie die Handschuhe, die die Tierärzte benutzen, um Kühe zu besamen. So was suchst du. Ist mir noch nicht untergekommen, wie gesagt, außer dem Veterinärbedarf. Wenn sich da ein Hersteller offen zeigt und mir so etwas mal schicken möchte zum Ausprobieren, nicht den aus dem Veterinärbedarf, sondern aus dem normalen Radsport-Zubehörbedarf, der kann es mir gerne zuschicken. Ich kenne nur oder habe schon mal gesehen Armlinge, die quasi, kennst du so Jacken, die so eine Daumenschlaufe haben? Ja. Und ich habe schon mal Armlinge gesehen, die auch so eine Daumenschlaufe haben, aber ich weiß nicht mehr, welche es waren. Aber jetzt nur diese Daumenschlaufe beim Armling finde ich ein bisschen komisch. Also müsste man mal ausprobieren. Aber Ja. Nee, aber ansonsten kenne ich das von dir beschrieben noch nicht. Es gibt aber viele, die diese ganzen Zeitfahrhandschuhe, die ja die Leute tragen heutzutage beim Zeitfahren, die gehen schon sehr, sehr weit hoch. Ja, das stimmt. Aber die sind halt vorne ja auch immer noch offen. Also du redest ja beim Besamungshandschuh eher von einem geschlossenen.
Ja, ich dachte jetzt, das war jetzt so eine spontane Idee, gerade in Bezug auf, haben wir öfters mal Hosen gehabt, die, oder nicht Hosen, Trikots gehabt, die so eher Wind- und wasserabweisend dicht sind, auch so kurze. Ja, haben wir oft so über die, macht das Sinn oder nicht Sinn. Und dazu dann passende Armlinge mit regenfesten Handschuhen, das wäre doch, wär doch genial. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Variante, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass die Größe der Hände und die Länge und Dicke der Arme nicht immer, also weißt du, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Weißt du, du hast zum Beispiel die Handschuhe, die du hast, von mir zugeschickt, die waren halt relativ kleine Größe, ich glaube 9 oder 8. Da passe ich kaum rein. Aber ich glaube, Armlinge hätten wir die gleiche Größe. Ich glaube, dass es dann sehr, sehr viele verschiedene Modelle geben müsste, damit es passt. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig zu reproduzieren. Deswegen Sonderanfertigungen, die immer passgenau gemacht werden. Und dann wird es auch wieder schwierig. Ja. Aber. Nee, aber nochmal zurück zu dem Schuh, wo wir ursprünglich waren. Ja. Ich wollte einen Exkurs noch machen über den, also die Handschuhe haben bei mir super funktioniert, der Helm, den wir ja auch hier besprochen haben, funktioniert super und die Schuhe jetzt auch, also Giro wird auf jeden Fall so eine Firma sein, die ich dann immer, wenn ich mal wieder was brauche oder so, in die engere Auswahl nehmen werde, um Sachen anzuschauen. Ja. Also Helm war auch fantastisch und Schuhe, kommen wir darauf zurück, wolltest du gerade? Ja, also nochmal zu den Schuhen, der ist halt, also ist halt sehr dick gepolstert und sehr bequem. Und der hat eine recht lange Zunge. Also, nennt man das Zunge so als Fachbegriff? Ja. Was? Die Zunge? Fachbegriff? Nee, also das, was so am Schuh vorne unter den. Ja, die Zunge. Würde ich auch so nennen. Ja. Die fand ich sehr lang. Die ist auch manchmal über so rausgerutscht. Hast du das auch schon mal gehabt, dass du die Zunge quasi zwischen Ratsche und Schuh hattest? Zwischen Ratsche und Schuh? Nee. Okay, dann ist das mein persönliches Defizit. Nö, aber. Aber zumindest ist mir nicht jetzt aufgefallen. Aber ich glaube, die Mavic hatten auch so eine lange Zunge. Und an die Schuhe, die ich davor hatte, da kann ich mich nicht so richtig. Die Shimanos, die ersten und zweiten, die war eher kürzer, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch auf. Aber die Mavic, vielleicht haben Mavic einfach auch eine lange Zunge und deswegen ist mir das jetzt im Vergleich nicht so aufgefallen. Ich guck gerade mal, ob ich die Mavic Pro noch finde. Aber was du sagst mit der Polsterung, das stimmt halt schon, ne? Aber dadurch, dass der Schuh bei mir wirklich so genau sitzt, also wirklich so. Ja, genau. Und die Polsterung, also oftmals ist ja eine Polsterung auch eine gewisse Instabilität, bringt die mit sich. Also, dass du so einen weichen Bereich hast und dann fängt der, ist das zwar schön gepolstert und weich am Schuh, aber eigentlich rutscht, also bekommt der Fuß damit auch Bewegungsfreiheit im Schuh. Gleichzeitig. Ja, es wird so schlammig. Genau. Und das ist halt, finde ich jetzt bei dem Schuh nicht der Fall. Es kann natürlich auch sein, weil er halt neu ist. Ist ja auch nochmal so eine andere Geschichte. Das ist alles nochmal fester, aber ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass das, was du beschreibst, ja, genau, der ist sehr, sehr gut gepolstert. Aber vielleicht habe ich auch wirklich genau so, irgendwie hat der Schuh bei mir diesen Sweet Spot gefunden, dass er halt genau gepasst hat oder genau passt. Ja. Also dadurch wird dieses viel an Polsterung, auch wenn ich den nicht so auf Anschlag zumache. Weißt du, man kann ja, ich habe den auch schon mal so richtig versucht, feste zuzumachen. Und dann habe ich nach einer Zeit gemerkt, oh, jetzt ist es aber ein bisschen eng und habe den wieder geöffnet. Was ja auch sogar während der Fahrt ganz einfach und unproblematisch geht. Ja. Bei mir hat er einfach vielleicht Glück, ne? Oder vielleicht habe ich mal wieder 0815 Fuß. Bei mir hat er genau gepasst, einfach. Und das ist ja auch. Ja. Also ich denke mal, wir werden vielleicht in ein, zwei Sendungen nochmal kurz drüber sprechen, weil jetzt so nach 500, ich finde, so Schuhe muss man auch nochmal nach ein paar hundert Kilometern vielleicht bewerten, ne? Was du eben beschrieben hast, ob er ausleiert und so weiter. Aber bis jetzt kann ich nur Gutes berichten. Ja. Was ich allerdings, ach stimmt, das habe ich ganz vergessen am Anfang. Ich habe das erste Mal dich verstanden. Du hast ja schon oft gesagt, wenn du mit dem Fahrrad fährst und irgendwas klappert oder klickt oder sonst irgendwas, wo es dich soll, dass sich das wahnsinnig macht. Ja. Und das hatte ich jetzt auch. Und das hat mit dem Schuh zu tun.
Ich hatte ja dadurch, dass ich mir, dass das neue Rad gekommen ist, brauchte ich mir keinen neuen Cleats holen, weil ich hatte ja neue Pedale und da waren neue Cleats dabei. Passte ja gerade durch Zufall ganz gut. Hab also dann irgendwie an einem Freitagabend, weil ich wollte Samstag fahren, die Cleats an den Schuh gemacht und fahr los und irgendwie hat dieses Cleat nicht zugesessen. Also man ist ja dann noch vorsichtig mit dem, wie fest ziehe ich jetzt so ein Cleat an? Vor allem, wenn es eine Carbonsohle ist. Ne? Also nichts hätte ich jetzt grausamer gefunden, als daran hinzuschreiben. Ja, genau, nach fest kommt ab, ne? So zu schreiben, sorry, ich habe den Schuh zerstört. Habt ihr noch einen rechten Schuh für mich? Das wäre ja, beim Test schon mal durchgefallen, würde ich sagen. Ja, aber nee, da wäre ich zu ehrlich genug gewesen zu sagen, das war meine Schuld. Ich habe die Cleats echt fest angezogen und bin losgefahren und ich hatte irgendwie das Gefühl, da klackt irgendwas. Also ich kann es auch nicht so als Geräusch genau beschreiben, aber ich habe das Gefühl gehabt, es stimmt nicht. So, dann bin ich mit den Schuhen auf dem anderen Rad nochmal gefahren. Da war es nicht so. Dann bin ich mit dem alten Schuhen auf dem neuen Rad gefahren. Ja. War es auch nicht so. Bin ich mit den neuen Schuhen auf dem neuen Rad gefahren, war es so. Und ich bin bis jetzt nicht, also die Lösung des Problems, die ich gehabt habe, war völlig unwissenschaftlich. Ich habe das linke und das rechte Glied gewechselt, habe es dran geschraubt und dann hat es funktioniert. Mhm. Also ich kann, wenn irgendjemand dieses Problem auch hat, ich kann euch nicht sagen, was ihr machen sollt, probiert es die Glied zu wechseln, also links und rechts. Ja, ja. Aber ich kann zumindest dich jetzt verstehen, wenn du sagst, mich treibt sowas in den Wahnsinn. Da habe ich es jetzt auch mal gemerkt und da habe ich es mich auch mal so gestört, dass es mich, also es hat einfach nicht funktioniert. Das war sehr ärgerlich. Vor allen Dingen, ich bin hier zu einem Kumpel immer gefahren, immer so 500 Meter oder einen Kilometer auf und ab die Straße und habe diese ganzen Wechseltests durchgeführt. Ich war ja, weißt du, neuer Schuh A, Schuh B, Fahrrad A, Fahrrad B, Fahrrad B, A, Schuh B. Ich war komplett durcheinander am Ende. komplett verwirrt. Aber jetzt passt alles, jetzt ist alles wunderbar und ich habe jetzt einen sehr, sehr hervorragenden Sommerschuh. Wirst du ihn, wie lange kannst du ihn denn jetzt fahren? Oder wirst du ihn als Sommerschuh, Winterschuh oder Ganzjahresschuh? Wahrscheinlich nicht, weil bald ist ja Regensaison. Ach, der wird ja auch benutzt im Regen. Ist eher so eine Temperatursache, wenn ich auf die dicken Winterschuhe umsteigen muss. Das ist dann eher so die Frage, ob solange wir. Aber es ist eh die Frage, wie viel ich draußen zum Fahren komme. Jetzt, es geht halt, also wie gesagt, nächste Woche soll zwar das Wetter gut werden, oder habe ich die Kids wieder. Weil also auch nichts mitfahren. Und jetzt ist die Woche Sturm angesagt hier. Also so ein Sturm, dass auch die Fähren eingestellt sind und sowas. Da fährst du einfach nicht draußen. Nein, das verbiete ich dir auch. Und von daher ist so, ich benutze jetzt drin halt. Mhm. Ja, das auch. Also da, ich finde, wenn man drin, oder so ging es mir in der Vergangenheit immer, wenn du drinnen auf der Rolle fährst, fährt man, finde ich jedenfalls, auch sensibler. Weißt du, man merkt Sachen auch eher, wenn man im Schuh, wo der Schuh drückt, sozusagen. Ja. Ja, deswegen ist das stimmt. Ein ganz guter Test. Ja, Schuhe. Also danke, Giro, dass wir das testen durften. Ich habe jetzt auch, kam heute ein spontaner Gedanke, dass ich mir mal überlegt habe, ob ich mir nicht so längerfristig oder mittelfristig einen Crosser aufbauen soll. Und dann kam natürlich auch direkt der Gedanke, was für ein Schuh. Und jetzt weiß ich zumindest, dass ich bei Schuhen immer als erstes bei Giro jetzt, oder nicht immer, aber zumindest die jetzt mal so immer als erste Anlaufstelle haben werde, ob die auch einen guten Crosser-Schuh haben. Aber ich glaube, da kümmere ich mich erst um das Rad und dann um die Schuhe. Naja. Schuhe, Giro, vielen Dank. Super war's. Und da wir sonst nicht so viel erlebt haben, machen wir direkt weiter mit so Produktgedöns, sage ich mal einfach. Weil kam Sport wohl auch von mir oder von dir? Von dir. Von mir? Echt? Ja. Manchmal erinnere ich gar nicht mehr. Sport wohl. Da habe ich allerdings mehr an dich gedacht, weil wir haben ja gesagt, oder du hast gesagt, du hast noch nie eine kurze wasserfeste, winterwarme kurze Bib gehabt. Richtig? Eine Thermobib, mein Gott, hilf mir. Genau.
Und da wollte ich dich überzeugen, dass das ja doch eine gute Sache ist. Und dann habe ich natürlich noch an deine Regenanfälligkeit, also im Sinne von, eigentlich bist du ja nicht regenanfällig, sondern du bist ja eher der Harte, aber bei dir regnet es halt andauernd. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt und ein bisschen recherchiert und was vielleicht auch mal ein Produkt abseits des normalen Mainstreams ist. Und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe mal so die Profis-Teams durchgeguckt, was die so benutzen auch. Und dann habe ich mir gedacht, ach, Tinkoff, da fährt der Sagan bis jetzt. Jetzt fährt er ja bald woanders. Und der Contador ist ja auch nicht der schlechteste. Von wem werden die ausgestattet? Sportful. Und dann habe ich bei Sportful angefragt und habe nach einer Winterthermobib gefragt. Und habe dann deinem Gebot folgend nach zwei direkt gefragt und die haben uns freundlicherweise zwei Flandre, wie würdest du es aussprechen? Flandre, No Rain. Ja, ist ja ohne L. Ist das Jamper. Ein I? Ist das ein I? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Doch, L. Doch, ich würde sagen, es ist ein I. Ich glaube, das ist ein L. Du glaubst, das ist ein L? Ja, das ist ja nach Flandern benannt. Flandre, wegen nass und feucht und so. Aber dann hätten sie eine andere Typografie, wenn, also das... Stimmt, jetzt sehe ich das erst. Ja, das macht total einen Unsinn, das ist ja totaler Unsinn, den ich da gedacht habe. Ich dachte, das ist wegen Flandern, Flandre. Ja, klar. Nee. Das sind ja alles Großbuchstaben. Ich Idiot. Ja, ja, der wichtigste Satz des Abends. Nee. Ja, doch. Doch, doch. Also. Komisch. Naja, Fiandre, ja, so lerne ich es dazu. Fiandre, No Rain, Bip Short. Obwohl Flandre macht auch Sinn, je länger ich drüber nachdenke, immer noch. Ist sozusagen als wasserfeste oder wasserabweisende Hose ausgeschrieben, ist eine Thermobib. Und ja. Da es ja bei dir viel regnet, dachte ich, fragen wir nicht nur nach einer Hose, sondern auch einer Jacke und haben noch eine Jacke dazu bekommen. Die besprechen wir aber heute noch nicht, weil wir die noch zu wenig gefahren sind, sozusagen. Deswegen würde das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel Sinn machen, aber das werden wir dann in der nächsten oder übernächsten Sendung nachreichen. Hose. Als erstes ist mir ein Kuriosum aufgefallen, was hier auf dem Bild gar nicht zu sehen ist. Ist dir schon aufgefallen, dass man das auf den Produktbildern auf der Seite gar nicht sieht? Das Kuriosum, was dir gar nicht aufgefallen ist, was mir aufgefallen ist. Was denn? Dass die Hose hinten... den Spritzschutz hat. Ja. Ja, doch, das ist mir aufgefallen. Was, das habe ich dir geschrieben, hast du gesagt, habe ich gar nicht gemerkt. Nein, du hast mich falsch verstanden. Das Problem, was du damit hattest, das ist bei mir nicht aufgetreten. Ach so, okay. Dass der Spritzschutz hier nicht abgebildet ist. Also, damit alle wissen, worüber wir sprechen. Und das ist, denke ich, auch ich würde ja fast bezeichnen, Alleinstellungsmerkmal dieser Hose, oder? Ich war verblüfft, als ich es gesehen habe, habe es noch nie woanders gesehen und habe mir direkt gesagt, warum hat das noch kein anderer gemacht? Also warum gibt es das in der Form nicht? Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, das ist noch nicht zu 100% durchgedacht, weil es könnte noch mehr. Also erstmal beschreiben wir, was es ist. Es ist eine Art, stellt euch vor, ihr habt hinten an der Hose eine Tasche und die würdet ihr umdrehen. Es ist eine Art Spritzschutz, der über das Gesäß geht. Über den oberen Teil des Gesäßes. Genau, also das, wo man nicht drauf sitzt, sodass die Feuchtigkeit, die vom hinteren, vom hinteren Rad auf die Hose gespritzt, also Spritzwasser sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht direkt auf die Hose geht, sondern erstmal auf eine Art Stoffschicht darüber, wo es dann abperlen kann. Also nicht sofort auf den Hintern geht, um es einfach zu sagen. Und das habe ich vorher noch nicht gesehen. Also das war mir neu. Und ja, da guckt man erstmal doof. Ich dachte so, aha. Aber das sind dann also so Sachen wie auch bei dem Café de Cyclist Trikot, wo dieses kleine Rad für den kleine Loch für den Kopfhörerdurchgang ist. Da denkt man sich auch, ja klar, warum hat das noch keiner vorher gemacht? Ja, ist richtig. Also es war für mich so total naheliegend, der Gedanke, das da so zu machen. Und ansonsten ist es vom Schnitt her, würde ich sagen, die Beine sind ein klein bisschen länger geschnitten als normal, wie es bei Thermobibs ja durchaus üblich ist. Mhm. Ich würde sie als sportlich eng geschnitten
bezeichnen, ohne unangenehm zu sein. Also ich habe, glaube ich, Größe XL, die ich auch sonst in allen anderen Hosen habe. Und das war für mich völlig ausreichend passend. Also es ist relativ normal geschnitten. Bisschen länger, bisschen die Beine finde ich als diese berühmte Kompressionswirkung so ein bisschen, aber nicht übertrieben. Passt alles. Also passt, ist alles so, wie es sich gehört. Ich mag den breiten Bund. Mhm. Genau, der ist super. Also das ist so eine Geschichte, die ich so rein optisch auch schick finde. Mhm. Liegt halt sehr eng dadurch auch an am Oberschenkel. Und ja, hat diesen Spritzschutz hinten, der bei mir zu einem Problem geführt hat. Und zwar, dass ich ab und an, also ist dieser Spritzschutz, sich dann auch quasi hinten über den Sattel Ende legt. Das heißt, wenn man dann plötzlich aufsteht, bleibt man da so ein bisschen dran hängen. Jetzt nicht dramatisch, dass ich irgendwie ins Straucheln komme und vom Rad falle, aber das war so, ups, da hält mich kurz was fest. Das war so ein bisschen das, was ich so bemerkt habe dabei. Also, wie gesagt, also schön, dass wir das jetzt dann eben klären konnten. Das Problem ist bei mir nicht aufgetreten, was vielleicht daran liegt. Ich glaube, das hat etwas zu tun, vielleicht ob man gestreckter oder weniger gestreckt sitzt vielleicht. Also das ist jetzt völlige Mutmaßung so. Ne? Und was dann aber auch andererseits finde ich das sehr interessant, weil ich habe mich nämlich gefragt, als ich die Hose genutzt habe oder als ich da mit dem Regen gefahren bin, wie weit geht jetzt wohl dieser Schutz runter? Und diese Frage konnte ich mir ja selber nicht beantworten. Ich hätte jemanden vor mir fahren sehen müssen mit der Hose. Aber jetzt weiß ich ja zumindest, dass dieser Spritzschutz schon so weit geht, dass er den Sattel überdeckt komplett. Zumindest bei mir. Zumindest ja. Bei dir. Kann natürlich auch sein, dass du einfach anatomisch so unfassbar verbaut bist, ne, dass das irgendwie jetzt... Model? Modell? Nee. Ja, das meinte ich genau. Dass das zum Tragen kommt. Aber, also wie gesagt, bei mir kein Problem gehabt. Aber ich muss auch sagen, du gehst ja häufiger mal aus dem Sattel, um jetzt über eine Welle drüber zu drücken noch oder aus dem Sattel zu gehen, weil du Berge hast. Vielleicht ist es bei mir auch nicht aufgetreten, weil ich einfach so selten aus dem Sattel hier zumindest in der Gegend gehe. Im Urlaub hatte ich die Hoffnung, dass es nicht regnet und die Hose deswegen nicht dabei. Aber hier ist es bis dato noch nicht zu einem Problem geworden. Wie gefällt dir denn dieses Thermo-Gefühl? Also bist du jetzt schon komplett überhitzt oder kannst du langsam aber sicher nachvollziehen, dass man das gut findet? Es ist schon, ja, also die Temperaturschwankungen, ich hatte jetzt noch nicht so die großen Temperaturschwankungen drin. Ich denke, das wird sich jetzt auch Richtung Herbst nochmal anders herauskristallisieren, gerade vielleicht mit so schattigen Bereichen unterwegs zu sein. Es war aber bisher nicht unangenehm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Dass ich also eigentlich ein relativ komfortables, sie fühlt sich halt enger und also dichter, kompakter an als klassische Bips. Ja, ich glaube, das mit dem Dichter, das beschreibt sehr, sehr gut. Aber nicht unangenehm. Auf keinen Fall. Also ich, dieses dichtere, also es gibt halt eine Hose, die ich noch habe, die das Ganze noch ein bisschen mehr auf die Spitze treibt. Also das noch, dieses Gefühl des enger liegend ist es ja nicht nur. Es ist ja nicht nur enger liegend, sondern auch irgendwie, als wenn es ein bisschen dicker an enger liegend wäre. Das wird bei mir von der Rafa Pro Team Thermal noch ein bisschen weiter getrieben. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass das kann man halt nicht unendlich weitertreiben, weil sonst einfach so eine Art Starre geben würde. Und das wäre dann auch unangenehm. Wie hast du das mit dem Regen? Also von dir stammt ja der legendäre Satz, Wasser findet immer seinen Weg. Wie hast du den Regenschutz empfunden? Gut. Ja. Doch. Ja. Also ich fand es jetzt auch so. Klar, irgendwann ist man nass und merkt man auch die Feuchtigkeit dadurch. Aber ich glaube, für so, wenn man so mal einen starken Schauer kommt, oder vielleicht ein Nieselregen, würde ich die Hose jetzt immer, also wenn ich wüsste, potenziell regnet es auf der nächsten Tour, mal irgendwann zwischendurch für eine Stunde, dann wäre das auf jeden Fall die Hose, die ich da nehmen würde aus meinem Schrank. Ja.
weil sie ja diesen abperlenden Effekt zumindest hat. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, wir haben ja sonst immer angegeben, wie teuer unsere Produkte, die wir testen. Ach so, das haben wir bei dem Schuh komplett vergessen. Fällt mir gerade auf. Der Schuh, ja. Der liegt nicht ganz günstig bei knapp... Bei 300, oder? Knapp unter 300 Euro. Was natürlich eine Hausnummer ist, ne, ohne Frage. Andererseits, gute Schuhe von anderen Herstellern liegen auch in dieser Preisklasse. Das muss man halt auch mal realistisch so sagen. Oder sehr gute Schuhe. Also ja. es gibt halt diese, muss man nicht drum rumreden, es gibt halt diese Preisklasse an Schuhen, die sich zwischen 250 und 300 Euro bewegen. Und die finden auch mit Sicherheit ihre Käufer. Und bei den Schuhen kann ich zumindest sagen, also das sind keine 300 Euro, die man da in den Sand gesetzt hat, sondern für die man lange was Gutes zurückbekommt. Ja. Die einzige Zahl, die ich gefunden habe, liegt jetzt bei 90 Euro für diese No Rain Bip Short. Ja. Und das. Also der Listenpreis liegt wohl angeblich bei 99,90 und genau. Ich sehe es bei wicklesport.de für 79,92, also 80 Euro. Ja. Und das habe ich auch sehr 8 Bewertungen und schneid auch da bei denen gut ab. Ah, da bist du. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, also ich finde, für den Preis ist das für 80 Euro ist das eine wirklich. Also ich kann mich an keine Hose erinnern, die ich in der Preisklasse so gut bisher fand. Ja. Also völlig kann man No-Brainer zuschlagen. Ja, das war. Das stimmt. Ja, also ich träume ja immer noch davon, mal die Rafa Shadow Hose ausprobieren zu können. Aber ich weiß nicht, wie gut die sein muss, dass die den Preis oder der wievielfache Preis, ich brauche ja fast einen Taschenrechner, um das auszurechnen. Ich weiß gar nicht, bei was die im Moment liegt. Ich glaube bei 280 Euro. Also diese 200 Euro mehr oder in anderen Worten, das fast vierfache Preis rechtfertigen, das fällt sogar mir dann an dem Punkt sehr, sehr schwer. Weil dafür, also für 80 Euro eine Regenhose, die man vielleicht ja auch in den Wintermonaten dann nur ein paar Monate oder ein paar Mal trägt, wenn man wirklich im Regen raus will oder so, da macht man echt nichts falsch, glaube ich. Das ist so, glaube ich, irgendwie das, was man dieser Hose mit auf den Weg geben kann. Und weil das Schöne ist, es gibt von Sportful das auch als Serie, also diese No Rain Serie, und gibt es auch noch Oberteile und es gibt vor allen Dingen Beinlinge dazu, passende Beinlinge. Ach, ja. Ich habe mir zuletzt erst Beinlinge gekauft, also ich glaube, da kriege ich mit der Regierung Ärger, wenn ich schon wieder da zuschlage. Muss ich leider Gottes. Wären aber dann die passenden. Ja. War ich zuletzt auch noch einen interessanten, vielleicht können wir das an dieser Stelle einfließen lassen, einen interessanten Artikel darüber gelesen habe, wie wichtig oder wie gut oder wie viel Mehrwert eigentlich gute Beinlinge bringen, wenn sie wasserdicht sind. Ne, das ist halt echt, also da kommt ja das ganze Wasser an. Ne, dass so eine gute lange Hose schon schön ist und schon cool. Aber wenn die nicht komplett wasserdicht ist, dann bringt das halt auch nichts. No Rain Leg Warmer. Mhm. 35 bei Wicklesport. 45 Listenpreis. Gibt es denn noch einen Händler in Deutschland, die Sportfuhr vertreiben? Das würde ich, das kann ich an unseren Kontakt mal fragen. Ob da Mantell, ist Mantell ein deutscher Händler? Habe ich auch noch nie gehört. Vielleicht sollten wir uns als Vertriebsmitarbeiter für Sportful bewerben. Sportful wird doch. Bike24 macht Sportful. Ach. Ja. Naja, da werden wir mal nachfragen. Also, wie gesagt, 80 Euro für diese Hose absolut gut investiert und da kann man. Nee, also ich habe jetzt ehrlich gesagt, höre ich jetzt gerade auch zum ersten Mal, wie teuer die Hose ist und bin gerade selber so ein bisschen im positivsten Sinne verblüfft, dass sie das für das wenige Geld. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist das Polster. Also bei Polster bin ich ja echt immer ein bisschen, ich will nicht sagen verwöhnt oder
Achte da sehr drauf. Das Polster wirkt ein bisschen so wie das, was du mal beschrieben hast von den X-Bionic-Hosen, dass das so aufgenäht ist oder eingenäht ist. Also nicht so üblich eingenäht, sondern so von außen aufgenäht ist. Das ist doch, glaube ich, bei den X-Bionic, oder? Weißt du nicht. Muss ich mir jetzt die Hose nochmal in die Hand nehmen. Ich habe es nicht mehr im Kopf, wie das da war. Ja, ich glaube, das ist da so, dass die Polster von außen sozusagen wie aufgenäht sind oder mit eingewoben sind und nicht eine Stoffschicht ist, wo das Polster dann quasi zwischen Mensch, Polster, Stoff, sondern das quasi Mensch, Polster ist. Und ich hatte da so gerade, als die das erste Mal angehabt, auch so ein bisschen Gefühl, dass das so ähnlich ist, aber ich kann auch sein, dass das nur so eine, wie es gerne bei Asos gemacht wird, so eine Art schwimmende Vernähung ist. Auf jeden Fall gefällt mir das auch, wie das ist. Also wie gesagt, und 80 Euro, ich bin immer noch gerade baff, dafür ist das super. Wer eine Regenhose sucht oder das Prinzip Thermobib mal lieben lernen will, wie der Markus es gerade tut, der kann da durchaus mal ein Auge drauf werfen. Nächstes Mal, wie gesagt, oder übernächstes Mal, je nachdem, wie oft es regnen wird, werden wir dann noch über die Jacke sprechen, die bei uns sehr viel Freude, Gelächter, Hohn und Ernüchterung ausgelöst hat. Ernüchterung, dass meine Prognose nicht eingetroffen ist. Das meine ich damit. Ja, aber das hat jetzt wenig mit dem konkreten Funktion des Produkts zu tun. Nee, überhaupt nicht. Sondern vielmehr mit Körperfülle. Mit dem Inhalt der Jacke. Ja, genau. Aber das fällt mir gerade ein. Diese Jacke, also um ein Merkmal dieser Jacke jetzt kurz noch zu erwähnen an diesem Punkt, die Jacke kann man hat eine eingebaute Tasche, wo man sie reintun kann. Und dann kann man die hinten ins Trikot tun. Wenn ich jetzt eine längere Tour mache, also jetzt zum Beispiel wie die Sella Ronda, ne, wo ich also vielleicht dann auch mal so 4-5 Stunden unterwegs bin und mache das autark, also niemand ist mit dabei, ich alleine, dann habe ich ja meistens zwei Schläuche mit dabei, das Werkzeug zum Wechseln, also Reifenheber, dann habe ich vielleicht noch ein Flickenset für den absoluten Notfall, ich habe mindestens 2 Flaschen, ich habe vielleicht noch 1-2 Energieriegel, also ich habe einiges an Zeugs dabei. Diese Jacke dann hinten auch noch in die Trikottasche zu, mein Telefon und diese Jacke auch noch in die Trikottasche zu tun, ist dann halt auch echt irgendwann, ne, dann wird's eng hinten. Wenn ich nicht irgendwie gerade mal ein Trikot habe, was irgendwie außergewöhnlich große Taschen hat. Oder? Geht dir das nicht so? Naja, ich hatte die unter anderem mit bei meiner 250 Kilometer Tour. Mhm. Ohne Probleme. Da hast du das alles hinten reingekriegt? Jo. Was hast du denn für... Okay. Ich habe mir halt 30 Jutebeutel hinten dran genäht. Ja, weißt du noch, was für ein Trikot du anhattest? Also du hattest doch, glaube ich, das so hier dein Klassiker, den Castelli Gabba, oder? Nee, da hatte ich bei welchem? Ja, also, muss man wissen. Was war ein Wissen? Was hatte ich denn an dem Tag? Da hatte ich einfach meinen Brüner vom Club die Klamotte an. Was hattest du? Die Vereinsklamotten? Die Vereinsklamotten. Okay. Von Nalini. Okay. Also ich habe in einer Tasche, ich habe 3 Taschen hinten und in einer kommt Telefon und Schlüssel, in eine kommt Werkzeug und eine habe ich eigentlich quasi frei. Und da passt dann die Jacke super rein. Okay, ja, vielleicht habe ich einfach zu viel Kram mit Schläuchen noch und so weiter. Also was habe ich mit? Also eine kleine Luftpumpe, passt hinten rein, 3 Reifenheber, ein Mini-Werkzeug und Ersatzschlauch. Ja, ich habe ja meistens noch 2 Ersatzschlauch, also ich habe einen Schlauch hinten im Trikot und einen, ich bin dazu übergegangen, nur eine Flasche am Rad zu haben und eine zweite eine Werkzeugflasche. Da habe ich auch was, aber irgendwie wird es bei mir meistens eng. Und ich habe einen gesehen, der hat auch so eine Tour. Du hast zu viel Essen dabei. Ich habe nie Essen dabei. Ich habe ja Essen am Körper, was ich abbauen kann. Du solltest doch die belegten Brötchen zu Hause lassen. Ja. Nee, ich habe, also ich weiß gar nicht, also außer beim Rennen habe ich nie Essen dabei.
Eigentlich. Ich auch nicht. Ja. Hatte auch bei den 52 Kindern Essen dabei. Nee. Also wenn, im Notfall kann man an der Tanke sich mal eben Snickers holen oder so, aber das... Genau, ich habe Bäcker genutzt. aber es hatte jemand auch, nicht diese Jacke, aber wahrscheinlich ein ähnliches Modell, und der hatte das einfach in dieser Tasche hinten am Sattel runterbaumeln. Was ich unter ästhetischen Gesichtspunkten sehr, sehr, sehr schwierig fand, aber an gewissen Punkten ist einem Ästhetik ja noch egal. Also das dachte ich so, das kann man eigentlich auch machen. Aber fand ich dann zu hässlich. Aber jetzt zum Beispiel bei so einer Geschichte wie dem Ötztaler oder dem Radmarathon oder so, wo man vielleicht dann doch in die Situation kommt, wo man sich sagt, ey, das ist mir wichtiger, dass ich alles dabei habe und es passt nicht alles in die Taschen, ist das halt vielleicht auch mal so eine Lösung. Ja. Ja. Viel Glück. Aber wir reden über die Jacke später mal. Genau. Fand ich jetzt deinen Einwurf, da würde ich gerne mal darauf hin zurückkommen. Du fährst nicht mehr mit zwei Flaschen, sondern lieber mit einer Werkzeugflasche. Ja, ich weiß. A, warum? B, hast du denn genug zu trinken dabei, gerade im Sommer? Und C, hast du dir extra, es gibt dann so Spezialflaschenzeug, ja. Hast du dir eine geholt oder hast du einfach eine umfunktioniert? Ich habe derzeit noch eine umfunktioniert, das wird sich aber auch bald ändern. Da werde ich mir so eine, ich weiß, was du meinst, also so eine Werkzeugflasche, die einfach rund ist und oben mit einem Schraubverschluss ist, ne? Genau. Darüber sprechen wir. Derzeit habe ich noch keine Werkzeugflasche, sondern einfach eine 0,5 Liter Flasche umfunktioniert, deswegen passt da auch gar nicht so viel rein. Grund dafür ist, gibt eigentlich ein ganz banaler. Um darauf zurückzukommen, die neuen Laufräder, die neuen Reifen. Ich hatte echt riesige Probleme, diese Reifen auf die Laufräder zu bekommen. Das ist der einzige Schwachpunkt und die einzige Sorge, die ich habe. Wenn ich meinen Platten irgendwo zwischendurch habe, dass ich das unterwegs irgendwie repariert, gepasst kriege, dass ich weiterkomme. Und dementsprechend habe ich, und jetzt möchte ich nicht ausgelacht werden, insgesamt vier Reifenheber, davon zwei auch die guten gekauft von Parktool mit dem Metallkern, damit die nicht kaputt gehen können unterwegs, und zwei normale, diese ganz normalen Plastik-Reifenheber. Und die vier Reifenheber habe ich in dieser Flasche plus einen Schlauch. Aber das passt doch in die Trikottasche rein. Naja, gut, ja. Aber okay. Ja, aber dann habe ich ja noch einen weiteren Schlauch. Den ich hinten in der Trikottasche habe, einfach aus der Erfahrung heraus, dass ich schon oft genug zwei Platten auch während der Tour hatte. Oh ja. Und dann habe ich noch das Flickenset in der Flasche. Und ich bin aber auch, also da, und damit ist die Flasche auch schon voll. Weißt du, wenn du in so eine Flasche einen Schlauch reinpackst, dann passt da nicht mehr viel anderes rein. Also so eine richtige Werkzeugflasche werde ich mir zulegen. Ich bin aber auch noch nicht hundertprozentig überzeugt von der Lösung. Also Der große Vorteil ist halt, dass gerade so Schlauch, wenn du den hinten drin hast und immer mal so vielleicht doch mal nass wirst oder so, dass das ja auch verdreckt in der Trikottasche. Also ist ja dann und es ist natürlich da drin. Da ist es sauber aufgehoben. Ja. Auf der anderen Seite, das klappert doch bestimmt, oder? Ach, da rappelt so viel an der Bummelbude. Nee, aber du musst ja so vorstellen, in dieser 500 Milliliter Flasche ist so wenig Platz und ich habe den Schlauch nicht so klein zusammengebunden, sondern quasi so reingestopft, dass das wirklich alles kompakt da drin ist. Okay. Deswegen, also da wackelt nichts. Aus dem Chat bekomme ich gerade noch die Anmerkung, einmal aufgezogen, sollten die Reifen einfach zu wechseln sein. Mein lieber Freund Björn, ich hoffe, du hast recht. Also ich weiß nicht, wenn da jemand Erfahrung hat, es sind ja auch bei den Open Corsa, das ist ja auch eine Baumwollflanke, die sich mit der Zeit dehnt. Das ist halt auch genau mein Gedanke. Deswegen pumpe ich das Fahrrad auch vor jeder Tour auf 8,5 Bar auf, um das diesen Fahrrad? Ja, das ganze Fahrrad. Reifen, mich selber auch noch. Ich pumpe den vor jeder Tour auf 8,5 Bar auf, in der Hoffnung einfach. Zum einen, das ist natürlich so. Man sagt ja, der richtige Reifendruck ist der beste Pannenschutz. A, um dem Genüge zu tun. Und B,
damit der über die Zeit ein bisschen ausleiert. Und wenn es mal zu dem Fall der Fälle kommen sollte, was ich hoffe niemals passieren wird, dass diese Vordehnung dann schon ja so groß ist, dass das dass ich da dran komme. Aber wie gesagt, bis dato ist noch nichts passiert und es soll auch noch ganz lange möglichst dauern, bis das bis dieser Fall eintritt. Ja. Aber deswegen, okay. Deswegen zurzeit Werkzeugflasche. Ich trinke, aber ich bin aber auch jemand, das hatten wir glaube ich schon mal, der sehr wenig trinkt bei der Fahrt. Also das ist bei Rennen auch mein Problem. Ich trinke viel zu wenig. Ich weiß noch, bei Rund um Köln an einem recht warmen Tag habe ich von meinen irgendwie große Flasche, kleine Flasche, also 1,25 Liter, habe ich bestimmt innerhalb von diesen drei, weiß nicht wie viele Stunden, da habe ich die zwei Flaschen nicht leer getrunken. Also das, da muss ich dran arbeiten, aber... Gut, bei dem Rennen ist das immer so eine Geschichte, wenn das manchmal stressig ist. Also ich habe bei uns auch so ein schnelles Rennen, also immer so Saisonauftakt war so ein kurzes, was war denn das, 50, 40 Kilometer Rennen. Ne, 50, 60, irgendwie sowas. Aber relativ kurz. Und da geht das einfach so zügig, dass das ist so stressig, du hast gar keine Zeit zu trinken. Da, also es ist so, da musst du so aufpassen. Aber ja, ne, trinken ist schon, also wir werden eine Flasche, ich finde immer, eine Flasche finde ich so bei längeren Strecken, also ist länger, aber das ist immer, wenn die alle ist, ist halt alle, weißt du? Und dann musst du direkt auffüllen gehen, währenddessen bei einer zweiten kannst du eine austrinken und kannst dann immer noch so kurz vor Schluss bei der zweiten erst auffüllen. Verstehst du, was ich meine? Weil du füllst ja jetzt keine halbvolle, wenn du jetzt mit einer Flasche unterwegs bist und die ist halb leer, füllst du die ja nicht auf. Ich bin auch, also mein Gedanke geht auch gerade dahin wieder, die Reifenheber, also in dieser kleinen Flasche, das ist ja nur so eine 500ml-Flasche, da ist primär ein Schlauch, so ein bisschen verwurstelt drin und drei Reifenheber. Wenn ich die drei Reifenheber, die kriege ich mit Sicherheit hinten noch ins Trikot rein und dass ich für den Schlauch wieder so eine Schlauchtasche hole, die unten unterm Sattel drin ist, die verschleißen bei mir nur extrem. Die fallen halt so schnell, irgendwie nach 2-3 Monaten hat sich der Klettverschluss schon gelöst und dann fallen die runter und da muss ich irgendwie noch so eine vernünftige Lösung für finden. Dass der Schlauch unterm Sattel, ohne groß irgendwie eine Tasche noch zu haben, da drunter kriege. Ja. Als wurden Reserve-Schlauch-Backup. Genau. Und direkt nochmal auf so eine Satteltasche. Bin ich im Moment von ab. Ich weiß auch nicht. Dafür sieht das Rad zu schön aus ohne. Okay. Bin ich im Moment. Ich verfolge die Philosophie im Moment ohne. Aber vielleicht muss ich auch einfach nur mal gucken, dass ich, also bei meiner alten, da ist, habe ich irgendwie das, den, die fand ich einfach nicht mehr schön. Vielleicht muss ich einfach noch eine schöne Satteltasche finden. Vielleicht google ich mal nach Satteltaschen. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch, also so diese klassischen Hängebeutel, also die so aus, mehr, so aus flexiblen Stoff sind und recht groß und so, bis hin zu Hardcase, kleinen Teilen. Also ich das Problem hatte mit diesen Satteltaschen oft, dass die dann doch mal irgendwie, wenn es rumpelt, mal schnell abfallen. Ja, genau. Also das möchte ich auf gar keinen Fall. Und ja, irgendwie, ich finde da im Moment nichts, was mir. Also, das ist doch mal eine gute Aufforderung. Schickt uns doch mal Satteltaschen, die uns gefallen könnten. Die für uns passen. Wir haben doch letztes Mal irgendwas für mich gesucht und das hat wunderbar geklappt. Ich hätte gerne, ich sehe gerade von Lesign, aber ich weiß gar nicht, wie man die an festmachen würde. 90 Gramm, 0,23 Liter, das passt auch. Compact Arrow Shape Saddlebag. Mit einem Nylon-Dingens, um die nochmal zu sichern sozusagen. Das klingt doch gut. Naja, wir werden nach einer Satteltasche suchen. Ich bekomme hier die Kritik aus dem Chat noch mit seiner Optik. Ja, das muss auch alles gut aussehen. Das wirst du auch noch lernen, lieber Klaus. Schnell und gut aussehen, das ist ja das Ziel. In Leipzig gibt es einen Taschenladen. Einen Bikehandel. Bike Department Ost, BDO. Ist historisch aus der Lage.
des Ladens bedingt. Und ist eigentlich so schon ein sehr guter Bikeladen in Leipzig, sehr groß auch. Und die haben als Motto auf ihren Trinkflaschen schöner und schneller. wo kriege ich die Flasche? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Müssen wir mal gucken, wenn ich mal dort bin. Ja, gerne. Ja, das ist, wenn man schon nicht der Schnellste ist, dann muss man wenigstens dabei. Man ist ja auch dann länger unterwegs, dann ist es ja noch wichtiger, dass man gut aussieht. Ja. Und jede Fahrt ist ja quasi eine Präsentation auf dem Laufsteg, oder? Nee. Aber es muss schon passen, alles. Ja, das ist schon wichtig. Also bei mir kann natürlich das Rad dafür ein bisschen klappern. Aber eine Tasche, vielleicht muss man doch einfach dazu übergehen, das Zeug selber zu machen. Oder zumindest jemanden finden, der es einem so macht, wie man es möchte. Ich möchte, kennst du doch diese klassischen Schlauchtaschen von, ich glaube, von Schwalbe war das, die so einfach nur den Schlauch enthalten und die Reifenheber? Ja. Eigentlich waren die ja gar nicht so schlecht, wenn ich immer dieser Klettverschluss da so ausleiern würde. Zumindest bei mir war das immer der Fall, innerhalb von kürzester Zeit. Naja, und verdreckt und so. Ja. Dann hält der Klett auch nicht mehr. Ja, genau. Und das, da muss es doch was geben. Da muss es doch eine Lösung für geben. Naja. Naja. Aber unsere Hörer haben uns schon so oft geholfen. Also ich bin jetzt einfach ganz guter Dinge, dass es da irgendwann, da muss es doch was geben, was auch. Also ich sehe gerade, bei einem gewissen Händler gibt es 507 Artikel in der Kategorie Taschen. Da muss doch wenigstens eine bei sein. Die für mich funktioniert, oder? Ja, ja. Naja, was mir auch nochmal einfällt, ist, früher bin ich mal auch ein bisschen Mountainbike gefahren, dann waren natürlich die Schläuche auch dick größer. Ja. Dann hatte ich auch mal Platzprobleme mit, weil ich hatte auch mal eine Zeit lang so Satteltaschen. Dann hatte ich immer Platzprobleme, dann musste ich mir eine größere holen und so. Aber es gibt diese Schlauchtaschen bewusst für Mountainbike-Schläuche. Ja, ja, ja. Und es gibt die auch mit, nächstes Jahr zu gehen oder was? Wir haben ja gerade erst angefangen. Unfassbar. Was hast du? Unfassbar. Ja, die gibt es ja auch für Mountainbike-Schläuche, also dann in etwas größerer Version. Und ja, das gibt es auch. Naja, gut. Irgendeine Satteltasche werde ich schon irgendwann mal finden. Ja, im Chat kam jetzt hier schon ein schöner Vorschlag. Schick sind sie. Lizard Skins? Mhm. Gucken wir mal rein. Ja, da sind wir doch, wo wir hinwollen. Genau, das ist schon eher, was es jetzt so sagt. Lizard Skins machen ja auch sehr, sehr tolle Lenkerbänder. Lenkerbänder? Wie heißt das Wort? Lenkerband, ja. Lenkerband, doch, Lenkerbänder. Ja, benutzt man sonst nicht im Plural, deswegen war ich gerade selber so irritiert. Ja, Lizard Skins, das ist schon was in die Richtung geht. Vor allem sieht es auch, es hat so ein bisschen so einen urbanen Hip-Style. Naja, hip will ich ja nicht, ne? Ich will ja eher. Na, es sieht nicht irgendwie jetzt race-mäßig geschärft, Detail, Aero aus. Aber es sieht schick aus. Ja. Davon, also, das werden wir jetzt an der Stelle verlinken in der Folge und davon mehr. Also so in die Richtung. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich muss mal gucken, wie viel da reinpasst. Also da muss ja eigentlich nur der Schlauch und ein zweiter Schlauch vielleicht rein. Da bin ich ja schon mehr als glücklich, wenn da zwei Schläuche reinpassen. Ja. Und das sieht doch so aus, als wäre der Klettverschluss, also als wäre der eine, das ist ja einmal oben am Sattelgestell und einmal an der Sattelstütze genau. Fixiert. Dadurch zweimal, das macht ja auch schon so eine gewisse Robustheit aus. Vielen Dank, lieber Björn. Ja. Wobei ich immer an der Sattelstütze nicht so mag, wegen Kratzen und so, aber auch gut. Ja, aber das ist ja egal. Also das... Nein. Das kommt jetzt ein bisschen nicht auf dem Laufsteg. Mist. Nee. Das geht schon, aber ich weiß, dass du... Also ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber ich glaube, da würde... An dem Punkt würde ich sagen, okay, da... Form follows Function, umgekehrt Function follows Form oder wie auch immer. Das ist schon wichtiger.
So, was haben wir denn noch Schönes hier auf der Liste? Ich habe jetzt vor lauter Tabs, die offen sind, hier komplett unseren Ablaufplan verloren. Hier sind wir. Ah! Dann haben wir auch völlig verloren, inhaltlich. Nee, finde ich gar nicht. Also wir sind da noch ein bisschen von Hütchen auf Stöckchen, aber das geht schon noch. Zwei Punkte haben wir noch. Punkt A. Sonnenbrillen. Wir hatten mal eine Sondersendung zu, oder ich habe mal, als alle irgendwie keine Zeit hatten und so weiter, habe ich mal eine Sondersendung Einzelfolge zum Thema die Brillentest aufgenommen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das der Auslöser war für das Ganze, dass sich jemand bei uns gemeldet hat oder bei mir gemeldet hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat sich eine spanische Firma gemeldet, die Ersatzgläser für Sonnenbrillen baut, produziert, vertreibt, whatever. Und die haben mich gefragt, ob sie mir mal irgendwie ein paar Gläser zuschicken können. Und irgendwie fällt es mir, meine Katze dreht gerade durch. Ich weiß auch nicht, was mit der ist. Und dann habe ich gesagt, ja klar, schick mal zu, gar kein Problem. Und dann waren sie so freundlich und haben mir direkt zwei Gläser, linkes und ein rechtes. Oh, das war super, habe ich total gefreut. Aber haben noch ein zweites Set mitgeschickt. So, und dieses zweite Set ist jetzt für die Hörer. Das Problem ist nur, wenn die passende Brille dazu haben. Ja, genau. Also das heißt, wir werden jetzt hier verlosen, verschenken, wie man das auch immer nennen mag. Wenn ihr unter der Folge einen Kommentar schreibt, dann verlosen wir die beim nächsten Mal. Also für alle, die bis zur nächsten Folge einen Kommentar geschrieben haben, dass sie, und zwar das ist jetzt wichtig, ihr braucht eine Oakley Racing Jacket. Oder ich glaube, die passen auch in die Oakley Jawbone, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Genau, da passen sie. Nee, Jawbone glaube ich nicht. Also ihr braucht eine Racing Jacket. Und seid einfach so fair, wenn ihr die nicht habt, dann spielt auch nicht mit, weil ihr könnt die natürlich jetzt auch mitspielen und dann würdet ihr es gewinnen und dann würde ich sie zuschicken, ihr werdet sie bei eBay verkaufen, aber es ist ja eigentlich, möchten die Leute der Firma ja jemandem eine Freude machen und deswegen wäre das cool. Also, aber ich prüfe das jetzt nicht nach oder so. Also jeder, der mitmachen will, kann mitmachen. So, Punkt. Ersatzgläser für Sonnenbrille. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie man das bewerten soll. Das ist so gerade mein Problem. Und zwar, wenn wir jetzt einen Reifen bewerten, oder die Schuhe, genau, die Schuhe sind ja ein super Beispiel eigentlich. Die Schuhe passen, die Schuhe fühlen sich gut an, die Schuhe sind steif, die Schuhe, Haltbarkeit können wir noch nicht sagen. Das funktioniert ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie ich Gläser für eine Brille bewerten soll oder was man dazu sagen soll oder sagen kann. Ich kann natürlich beurteilen, wie passen die in die Brille? Also wie ist der Einbau? Der funktioniert gut. Also das ist gar kein Problem. Die sind nicht 100% genauso in der Form wie die anderen Gläser. Weil die, ich schmeiß mal einfach jetzt auch hier den Link. Der ist jetzt in den Shownotes beziehungsweise im Chat. Ich sehe gerade, offensichtlich passen die auch in die Jawbone. Das sind jedenfalls, wenn man es mal einfach runterbrechen will, die Oakley-Brillengläser mit einem Vollgestell, also drumherum, wo man unten mit einem Bügel öffnet. Es wird gesagt, die Brillengläser sind polarisiert, UVA und UVB beständig. Wasserabweisend mit Stabilitätsbeschichtung und hohem Aufprallschutz. Jetzt ist die Frage, kann ich das überhaupt bewerten? Also weißt du, die Versprechen, die gemacht werden, sind die Gläser polarisiert? Wie finde ich das heraus? Sind sie wirklich hundertprozentig UVA und UVB beständig? Pff, weiß ich. Ne? Wasserabweisend, okay. Also das Wasser ist abgeperlt. Aber das ist jetzt auch nichts Großartiges. Stabilitätsbeschichtung, hohem Aufprallschutz. Das mit dem Aufprallschutz habe ich zum Glück nicht ausprobieren müssen. Es ist eine Eigenmarke, die quasi auch in Oakley Gläserbrillen reinpasst, aber ob die das alles hält, was sie verspricht, kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Optiker bin und nicht die dafür zu nötigen Tools habe, um das zu messen. Aber das kann ich bei einer Original-Oakley dann auch nicht.
da vertraue ich aber mehr der Marke irgendwie, die dahinter steht, dass die sich nicht erlauben würde, etwas nicht so zu machen. Mhm. Kannst du nachvollziehen, wie ich das meine? Ja, ja. Also das ist, das, ich kann aber auch nicht bei einem Reifen den Puncture-Test nachvollziehen, sondern muss da dem Hersteller vertrauen. Und deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer, das richtig und schlussendlich zu beurteilen. Der Preis liegt jetzt bei den Gläsern so zwischen 25 und 29 Euro. Also ungefähr die Hälfte bis ein Drittel von dem, was die Originalgläser kosten. Von der Form her sind sie nahezu identisch oder sind sie identisch, passen da rein. Man merkt jetzt auch nicht irgendwie, dass da die Luft anders durchzieht oder so etwas. Völlig in Ordnung. Ich bin dann, hab die auch mehrfach gefahren, weil ich sagen muss, dass die Farbe, ich guck mal, ah ja, es sind diese Wented, genau, das sind die Gläser. Dass die Farbe des Glases finde ich sehr, sehr angenehm. Also es ist halt, die Original dabei sind so etwas so gelblich und rot. Das sind so eher so ins gräulich-bläuliche gehende, eher so gräulich, dunkelgrau. Die Farbe ist sehr angenehm. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit und wie viel ich dieser Firma oder dem Vertrieb oder auch so einen Vertrauensvorschuss geben kann oder will. Das ist aber jetzt völlig wertneutral gemeint. Also weder im positiven noch im negativen Sinne. Deswegen, also wer vielleicht sagt, ich habe nicht so viel Geld oder ich möchte nicht so viel Geld für eine Brille ausgeben, weil ich sie regelmäßig kaputt mache oder mich draufsetze oder sonst etwas. Und das passt schon irgendwie. Und oder wer sehr, sehr günstig so ein Gestell bekommen hat und sagt, ey, ich brauche noch ein paar Gläser und das wird meine zweite oder dritte Brille, der kann sich da vielleicht mal umschauen. Und wenn irgendjemand aus unseren Hörern zur Hörerschaft durch Zufall Optiker ist, dem würde ich auch gerne die Gläser mal zuschicken und der sagt, ey, das kann ich irgendwie, ich tue die jetzt hier rein und dann sieht man das sofort, ob die versprechen, was sie halten. Das fände ich super interessant. Also wenn wir einen Optiker unter den Hörern haben und der sagt, ey, das kann ich mal machen, das würde mich selber auch interessieren und ne, das fände ich super. Aber wie gesagt, mir fehlen einfach die Tools und mir fehlt auch die Zeit, jetzt hier zum Optiker um die Ecke zu gehen und zu fragen, ob der das mal macht, wobei ich auch ein bisschen Zweifel hätte, ob der das machen würde. Aber ne, also das finde ich jetzt auch mal so grundsätzlich interessant, ob solche, ich wollte jetzt sagen Secondhand-Gläser, aber stimmt ja nicht, so Eigenmarken oder die da so ein bisschen auf den Zug auch aufspringen, ob die halten, was sie versprechen. Oder ob jemand da vielleicht schon irgendwie Artikel gelesen hat, Erfahrung hat, dann auch gerne uns daran teilhaben lassen. Aber wie gesagt, wer möchte, einfach unter der Folge, ich habe einen Jawbone oder Fleck, wie heißt die, Racing Jacket, dann meldet euch, dann kann ich euch, nee, nicht Fleck Jacket, Racing Jacket oder Jawbone, das sind die zwei Brillen, dann verlosen wir die unter denen, die sich da gemeldet haben. Die Firma ist ja Spaneth. Aus Spanien. Es ist Spaneth, exakt. Aber es sind irgendwie, die haben alle deutsche Namen zum großen Teil. Also wie? Ludwig und Matthias, wo? Die ja? Da SEO und Optiker sind. Aha. Na, mein Ansprechpartner war jetzt kein. Und dann gibt es noch einen Gerhard. Ja, ich glaube, das sind aber dann so, also ich glaube, dass die Seite. Wo hast du die Namen denn her? Wenn du ganz runter scrollst, da steht über uns. Ah, okay. Ja, aber ich glaube, dann sind das Ludwig, Tamara. Also ich glaube nicht, dass Margot wirklich Margot heißt. Es sei denn, ich glaube, das sind einfach eingedeutschte Namen. Also weiß ich nicht genau. Also Gerhard ist der Gerardo in meiner E-Mail. Ich glaube, die haben die ganze Seite irgendwie übersetzt. Ich habe die Seite noch gar nicht gesehen. Also, wie gesagt, ich bin da so völlig wertneutral irgendwie. Weil die Seite ist auch ursprünglich auf Spanisch. Und da gibt es aber auch eine deutsche Seite, wo auch Texte geschrieben sind zum Thema Radsport, die ich eigentlich ganz, wie soll man sagen, die sind manchmal etwas kurios geschrieben. Also, das meine ich jetzt. Also das ist ja wirklich geil. Ich lache mich kaputt. Was meinst du? Also jetzt nichts mit Produkten zu tun, aber dass man Namen übersetzt.
Ja, also das sind auch Texte teilweise, glaube ich, einfach eins zu eins übersetzt. Also Ludwig heißt Luis. Ach so, ja. Auf der .com-Seite. Das kann gut sein. Also ja, also die haben, glaube ich, also ich unterstelle da immer nur Gutes erstmal, ne? Und dass sie es gut meinen und dass der Herr. Ja, das kann ja auch einfach eine Firma sein, die die Webseite betreut. Genau. Das ist gar nicht deren. Das ist ein Optiker, also ja. Aber, genau. Und die werden es dann auch nicht nachprüfen, wahrscheinlich. Wie gesagt, mein Problem ist einfach, dass ich das Produkt als solches nicht beurteilen kann, weil ich die Versprechen nicht überprüfen kann. Das, was ich überprüfen konnte, fand ich okay, bis genauso gleichwertig. Aber alles, was da. Ich finde es natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man da aufspringt, weil die Firma Oakley hat jetzt natürlich da gewisse Investitionen getätigt in Produktentwicklung und jemand, der dann einfach oder der sagt, okay, wir stellen das gleiche Produkt her, minimal verändert, zu einem günstigeren Preis, das ist halt so ein bisschen Aufspringen auf den fahrenden Zug. Andererseits gibt's halt auch wahrscheinlich genug Leute, die sich das andere vielleicht nicht leisten können oder möchten und so vielleicht dann die Möglichkeit haben. Ne? Also das. Ja, und ich sag mal, wer will, kann sich ja immer dann auch die teureren Gläser holen. Also genau. Das ist ja, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und ich sag mal, so Monopolgeschichten haben ja auch eher den Nachteil, dass der Preis dann doch eher nach oben tendiert. Mhm. Wobei ich halt dann aber auch auf der anderen Seite sagen muss, ich diese Firmen, also eine Firma wie Oakley hat bei mir eher den Vertrauens, den Vertrauensvorschuss, Sachen zu erfüllen, die sie versprechen, im Gegensatz zu einer Firma, die ich bisher auf dem Markt noch nicht so wahrgenommen habe oder kenne. Ne? Das ist halt so die andere Seite der Medaille oder die andere Sicht, aus der man das Ganze betrachten kann. Aber wie gesagt, mein Traum wäre ja, dass sich ein Optiker meldet und sagt, hey, ich höre euch schon seit etlichen Jahren und jetzt ist die Chance, wo ich euch helfen kann. Das wäre fantastisch. Obwohl, ich möchte fast drauf. Naja, wir hatten ja schon was mit Brillen. Dann hätte sich vielleicht mal irgendein Optiker gemeldet. Du hast aber aufgrund deiner Sehstärke eh nicht die Möglichkeit, deine Gläser zu wechseln, ne? Du bist ja auf Gedeih und Verderb. Doch, ich habe ja. Also, ich habe dann so. Diese Clips. Gläser, die Clips, genau. Hast du denn da verschiedene Farben dann? Ja, ne? Du hast doch, glaube ich. Nee, bisher nicht. Aha. Also du erinnerst dich vielleicht an Rad an Ring und dass ich dann mit der getönten Brille in der Nacht gefahren bin. Ach ja, stimmt. Ich bin auch London, Edinburgh, London nachts da mitgefahren. Du bist ja auch bescheuert. Bei Regen. Ja. Geht schon. Ja, geht, ne? Aber du kannst auch laufen statt Fahrrad fahren. Geht auch, aber geht halt nicht gut. Ne? Wir müssen mal gucken, dass wir dir da nochmal irgendwie andere Gläser besorgen. Welche Brille hattest du? Rudy Project. Rudy Project. Ich muss mal nach dem Modell gucken. Das liegt jetzt nicht hier. Da gibt's die Stratofly, die Rüdon und die Noise. Ja, aber davon war das, glaube ich, keine, wenn ich die hier so sehe. Ja, weil das Modell ja sowieso sehr schon spezielles ist durch den, genau, Clip hinten. Müsste man halt gucken, ob aber die Wechselgläser nicht sozusagen zu einer klassischen Modellreihe passen. Ah, okay. Alles klar. Ja, wir werden das mal in Betracht ziehen, behaupte ich mal. Ja, also das zu Sunglass Restorer. Macht euch mal. Also ich glaube, da muss man sich selber Gedanken zu machen. Das ist doch etwas, wo ich irgendwie so gar nicht eine weder gute noch schlechte Empfehlung oder Nicht-Empfehlung aussprechen möchte. Das ist irgendwie so. Habe ich. Aber nochmal, welche Farbe fährst du? Also ich fahre bis jetzt immer so einen leichten Gelbton. Wenn es nicht ganz so sonnig ist. Und einen Rotton, oder das ist so ein Rot glänzend, bei Sonne halt. Mhm. Und ich gucke gerade mal, wie heißt die denn? Die Brille, die ich habe. Hilf mir doch mal auf die Sprünge. Race. Das war so eine. Und ich hätte die gerne auch ich hätte auch gerne farblich noch andere Gläser im Sinne von weniger. Also das eine ist echt schon fast ein Violett.
Und die Farbe ist halt nicht so meine, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen so ein Blauton zum Beispiel würde mir jetzt noch gut gefallen. Oder Prism. Ich weiß nicht, ob ich Prism-Gläser habe. So ein Blauton würde mir noch ganz gut gefallen. Oder ich hätte, würde mir auch mit Sicherheit in mittlerer Zukunft mal durchsichtige für die Regentage oder die Tage, wo es bedürfelt ist, anschaffen. Aber das sind so Sachen, die habe ich bis jetzt noch so ein bisschen außen vor gelassen oder verschoben. Prism-Gläser bei Oakley sind halt nochmal so eine Qualitätsstufe drüber. Aber ich habe vielleicht, auch weil ich sie noch nicht eins zu eins nebeneinander getragen habe, den Unterschied noch nicht gemerkt. Ja, oder vielleicht habe ich auch schon Prism-Gläser drin. High Definition Optics, bla 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 bla. Ah, jetzt muss man nicht jetzt nachlesen, aber ich hab einmal dunkle Gläser und einmal so etwas ins Gelbliche gehende Gläser. Also ich fahre nicht wie du, auch bei bewölktem mit den dunkelsten Gläsern, die der Markt hergibt. Das ist ja nicht nötig. Ja, wenn man jetzt aber keine anderen Wechselgläser hat. Ja, dann muss man sich vielleicht, dann muss man seine Kategorie, seine Investitionen auch mal hinterfragen. Überfragen, Investitionen überfragen. Mann, es geht dem Ende zu. Noch eine Terminempfehlung. Und die hängt auch zusammen mit dem, was wir eben mit dem Crosser gesprochen haben. Ach komm, du bist jetzt nicht so einer, der sich für ein Event dann doch mal ein neues Rad zulegen will, oder? Nee, das hat nichts mit dem Event zu tun. Das wäre mehr so der Anlass, weißt du? Also jetzt nicht so nach dem Motto, einmal da das Rad anschaffen und dann in die Ecke stellen oder wieder verkaufen. So ist das auf gar keinen Fall gedacht. Ich hab schon mal überlegt, einen Crosser anzuschaffen, schon vor längerem. Hat auch schon überlegt, mein altes Rad zum Crosser irgendwie umzubauen. Also einfach mal breitere Laufräder. Mhm. Aber andererseits ein Regenrad zu haben, ist ja auch schön. Zum anderen, bei uns in der Firma werden halt Crosser vertrieben oder Crosser gebaut oder Crosser entworfen. Wäre jetzt auch nicht ganz so naheliegend. Und da stolperte ich diese heute über hier den Rafa-Event, der augenscheinlich immer größer wird. Der Supercross in München. Also früher war das mal ein Tag irgendwie. Und heute ist das jetzt schon irgendwie Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober mit Hobbyklasse-Rennen, Nachtcross-Teamstaffel, Deutschland-Cup, dann so eine Art, ja, wie soll man sagen, betreutes Crossfahren, wo ich mich dann am ehesten sehe. Also mit ganz viele verschiedene Veranstaltungen innerhalb dieses Wochenendes da. Und deswegen wollte ich da mal kurz darauf hinweisen. Und da habe ich echt überlegt, vielleicht kann man doch mal so Crosser irgendwie mal ausprobieren. In welchen Gelegenheiten nutzt du deinen denn? Das ist für mich so das Rad, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Mhm. Also so für die 0 bis 10 Kilometer Touren mit Kindern im Schleichtempo. Mhm. Oder im Winter halt. Hab's halt viel im Winter genutzt. Oder nutze es eigentlich primär im Winter. Aber bei uns kann man schlecht crossen, ganz ehrlich. Warum? Weil es das Gelände dafür nicht gibt. Also entweder hast du Straße und so, sag mal, so Feldwege oder so ein bisschen, auch so, das ist auch Bereich Mountainbike ist schwierig. Also so Single Trails hast, wo du vielleicht mal noch so was machen kannst. Es ist halt immer gleich extremes Gelände. Okay. Und das war so, sag mal, so über Wiesen und es gab auch mal den Versuch von unserem Club hier eine Cyclocross Rennserie mit 3-4 Rennen im Winter zu etablieren. Gab es zwar wenig Interesse und das war auch immer schwierig, einen Platz zu finden. Und ich sag mal, irgendwie jetzt auf einem Schotterweg damit zu fahren, fetzt halt auch nicht so irgendwie. Also es ist alles sehr begrenzt. Das ist falls mein Computer gleich abstürzt, die Katze. Ah, okay. Die Katze hat gerade sich Richtung Tastatur sehr hart bewegt. Okay. Krass, ich dachte eigentlich, dass das bei euch schon, ich will nicht sagen, populärer wäre, aber so irgendwie. Naja. Nee.
ja, also für mich wäre es halt so ein bisschen hier in der Gegend, so Parkgegend, ne, wo im Winter eh kaum einer unterwegs ist, da so ein bisschen genau. die Anstiege rauf und runter zu fetzen und das wäre so mein Anwendungsfall jetzt dafür und dafür und es, ich finde Cross ist auch so als Sport oder als Rennen, Cross-Rennen, ich will nicht sagen, gibt es viele, aber gibt es halt auch mehr als, also ich habe das für mich noch nicht so entdeckt und das wäre vielleicht etwas, was noch was wäre. Andererseits jetzt nach dem neuen Rennrad irgendwie innerhalb des nächsten Jahres direkt ein neues Rad noch dazu erstehen, wäre jetzt auch ein bisschen, naja, das ist schwer vermittelbar, muss man so vorsichtig auszudrücken. da müsste man halt mal in Ruhe drüber nachdenken. Aber das war so Gedanken, den ich hatte, nachdem ich da heute drüber gestolpert bin, dass der Rafa Supercup wieder stattfindet. Und da habe ich dann natürlich auch direkt, ne, wie wenn man über sowas nachdenkt, ach, der Rafa Supercup, dann bräuchst du einen Crosser, okay. Da dachte ich auch kurz, ja, den kann man vielleicht auch bei uns in der Firma von einem Kollegen leihen oder so. Oder ein Testrad irgendwie dafür mal ausborgen versuchen. Da dachte ich mir aber, okay, dann brauchst du ja auch Schuhe. Weil, also du kannst ja mit deinen normalen Rennradschuhen nicht auf der Crossstrecke laufen. Ah, nee. Guckst du schon mal bei Giro, was für Schuhe es gibt. Ah, okay. Und so kommt dann immer eins zum anderen und hab das so ein bisschen nachgeschaut und oder drüber nachgedacht so laut. Naja, dann habe ich festgestellt, dass wir an dem Wochenende Besuch bekommen und dass es eh dann nicht möglich ist. Schade. Vielleicht kann ich mich auch absetzen. Der Besuch kommt aus München, also die Wohnung wäre frei. Das ist natürlich dann auch so ein Gedanke, den man dann haben kann. Naja. Aber deswegen wollte ich da kurz darauf hinweisen, dass der Rafa Supercup wieder ist, Ende November. Das ist, glaube ich, das Wochenende. Du wirst es nicht wissen, ihr hattet ja früher sowas nicht Allerheiligen. Ja, also das könnte ein verlängertes Wochenende, glaube ich, dann auch vor Ort machen. 1. November und irgendwann, also ich, im letzten Jahr war auch schon ein Grund, weswegen ich da nicht hin konnte. Irgendwann möchte ich mal da auf jeden Fall hinfahren, nur mir das anzugucken. Und naja, wenn du einen Crosser hättest, würdest du dich dann auch verpflichten, nächstes Jahr beim Cross-Event auf der Berliner Fahrradschau mitzufahren, hm? Das ist aber, da hast du wieder nicht richtig aufgepasst, lieber Markus. Das war ja kein Cross-Event im klassischen Sinne, sondern ein Single-Speed-Cross-Rennen. Das ist richtig, aber letztes Jahr gab es ja auch ein klassisches. Ja, ich hatte gehofft, du hast es vergessen. Nee, hab ich nicht vergessen. Ja, das stimmt, aber hast du auch noch kurz überlegt, wie du da teilnehmen kannst. Ich sag mal so, wenn ich irgendwo ein Fahrrad stehen habe und da ist eine Startlinie, habe ich selten gesagt, mache ich nicht. Auch wenn ich vorher schon wusste, dass ich niemals ankommen werde, bin ich da schon gestartet bei Rennen. Ja, also warum nicht? Also möchte ich gar nicht ausschließen. Oder die Option wäre natürlich dann interessant, vor allen Dingen, weil das ist ja dann auch eine, obwohl die Strecke war schon, glaube ich, auch für so eine Veranstaltung hart. Also da kann man es auch leichter haben. Aber jetzt in Berlin, oder? Ja, in Berlin. Ja. Ich glaube, das kann man in leicht haben, aber andererseits, dann macht es halt auch vielleicht weniger Spaß. Ja, zumal es dort viel Bier am Streckenrand gab. Ja, aber das kann ich ja nicht. Wenn ich an Berliner Fahrradschau dieses Jahr denke, dann das. Ach komm, das wäre für dich doch der fließende Einstieg gewesen. Ja, nee, ich kann das. Ich kann, dann wäre der Fall wahrscheinlich nicht so hart gewesen am Ende. Ja, aber ich kann ja nicht mehr 2 Tage hintereinander Alkohol konsumieren. Das kriege ich ja nicht mehr hin in meinem Alter. Das musste ich jetzt. Das musste ich ja feststellen und das ist auch okay so. Aber das. Das ist Alter. Aber wem sage ich das? Du weißt ja, wovon ich spreche. Ich sag's dir. Ja, ja. Die Zeit nagt. Hast du noch eine Veranstaltung? Nee, ne? Jetzt so dieses? Meinst du so dieses Jahr? Ja, nee. Also was dir jetzt einfällt, wo du in letzter Zeit... Ach, wir haben was ganz anderes vergessen. Ah, gut, dass du es sagst. Wir möchten doch dringend, wo wir bei der Veranstaltung sind, auf was anderes hinweisen oder für etwas Werbung machen. Und zwar etwas, was uns am Herzen liegt. Weißt du, was ich meine? Nee, ne? Und zwar hat der Markus zum Glück es noch kurz vor der Sendung gefunden. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht, dass wir es vor Ewigkeiten mal verlinkt hatten, den Film von dem Peter. Peter ist ein Hörer unserer Sendung, den wir auch in Berlin 2-mal getroffen haben. Und der hat nicht 2016, sondern 2015
bei der Berliner Fahrradschau auch den Preis gewonnen für den besten Film, besten Kurzfilm, whatever. Also für das, was er da an der Kamera gemacht hat. Er hat auch noch andere Sachen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich mir recht ist, dass ich darüber spreche, aber fürs Fernsehen Sachen, die ich da auch gesehen habe und die mir ganz gut gefallen haben. Und man merkt eben, dass er aus dem Film kommt. Ja, findest du? Ne, er hat es einfach drauf. Ach so. Also. Ach so, ja, ich hatte jetzt so drüber nachgedacht, ob er, dass er aus dem Film kommt, aus wegen des Erzählens, also dass er nicht aus dem Dokumentar, so, sondern aus dem Spielfilm kommt. Weil es sind ja, glaube ich, also alles, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, waren ja Dokumentargeschichten. Ja, ja. Ne? Also er kommt aus dem Dokumentarbereich und ja, da hat er was Neues. Jetzt finde ich den Link nicht so schnell, wie du ihn eben hattest und dann doch wieder weg war. Verflucht. War da wieder weg? Ja, ich finde den Link nicht mehr. Wo hast du ihn hingepackt? Nein, unser Dokument. Da habe ich ihn nicht gesehen. Gut, da ist er jetzt, deswegen packe ich ihn jetzt mal schnell in den Chat. Da liegt er schon. Da liegt er schon, umso besser. Also, der Film, kurz, lange Rede, kurzer Sinn, der Film handelt von einem Fahrer, der an einem Tag, ich glaube, 9-mal den Mont Ventoux hochgefahren ist. Das alleine klingt schon spektakulär. Das ist spektakulär genug für mich, als auszuschließen, dass ich das jemals in irgendeiner Form machen werde. Er wurde dabei die ganze Zeit begleitet, von der ersten bis zur letzten Runde. Schön fand ich die Stelle mit den Schafen. Also ich finde diese Leistung ist für mich sowieso so dermaßen jenseits aller Kategorien, in denen ich mir es vorstellen könnte, da zu fahren. Ich finde dann die Wetterumsprünge oder die Wetterunterschiede noch extrem. Also gegen Abend hin fängt es halt an zu regnen. Was es halt auch nicht gerade angenehm macht. Und ja, ich finde den Film rundherum gelungen. Und er hat mir Spaß gemacht zu gucken. Ich habe ihn, glaube ich, 2 oder 3 Mal jetzt danach noch gesehen. Knappe 10 Minuten? Genau, knappe 10 Minuten. Wer die Gegend kennt, wer den Berg schon mal gefahren ist, hat dann noch mehr Spaß damit. Und ja, kann ich wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen. War das der Berg, wo du letzten Sommer warst? Nee. Wo war ich denn letzten Sommer? Letzten Sommer war der einzige Berg, den ich bewältigt habe, der Berg hier um die Ecke zum Krankenhaus, zum Kreissaal. Nee, aber das war... Was vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren. Wo du deine Leihräder hattest. Ja, genau. In dem Jahr war das. Übrigens, da fällt mir noch was ein. Aber können wir das zu Ende machen? Genau, ja. In dem Jahr war ich da und bin auch den Ventoux gefahren. Einmal. Genau, das meinte ich. Mhm. Das war aber, glaube ich, schon vor 3 Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Frankreich, ja. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, den Ventoux einmal hochzufahren. Das ist grandioses Erlebnis. Ich zumindest hatte jederzeit das Gefühl, hier ist irgendwie Geschichte. Weißt du? Wenn du da siehst, da ist Tom Simpson gestorben, da ist das Denkmal und hier ist das gewesen und das gewesen. Für mich war das so ein bisschen wie, ich glaube, jemand, der sehr gläubig und sehr katholisch ist, wenn der durch den Vatikanstaat läuft, der empfindet das Gleiche, wie ich den erfunden habe, als ich den Ventoux hochgefahren bin. Wäre ich auch mal machen müssen. Ah, definitiv. Also sonst bist du kein Radfahrer. Aber ich muss eine andere Sache machen, die du auch gemacht hast. Und zwar in Mailand Kaffee trinken gehen. Ach so, stimmt. Das haben wir ganz vergessen zu erzählen. Du hast ja mir den Auftrag gegeben, in Mailand im Bianchi-Café einen Kaffee zu trinken. Habe ich gemacht. Und es kann sogar sein, das möchte ich nicht, also ich möchte es weder behaupten noch ausschließen, dass ich auf dem Weg vom Luganer See nach dann irgendwo nach Südtirol, wo wir hingefahren sind, um es mal einfach zu sagen, dass ich da an der Fabrik vom Bianchi vorbeigefahren bin, wenn die in der Nähe der Autobahn ist, weil da war nämlich ganz in der Nähe der Autobahn eine Fabrik und da stand oben Bianchi auch drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob die weiße Kühlschränke da vertrieben haben oder ob das die Bianchi-Fabrik war, weil das sah nicht celestmäßig aus oder so und das war sehr, sehr, sehr unprätentiös. Deswegen weiß ich das nicht und würde es nicht behaupten, aber es kann durchaus sein. Und ja, ich war in dem Café,
Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, glaube ich. Das ist die eine Geschichte, die wollte ich mir, glaube ich, im Podcast aufheben. Und der Freund, mit der auch mit dabei war, hat dann für einen Kumpel eine Trinkflasche da gekauft. Der Kumpel fährt auch selber im Bianchi und der hat bald Geburtstag und dann sagt er, ah, bringe ich ihm Flasche mit aus den Laden in Italia, aus Mailand, da Flasche. Super. Allerdings ist dieses Café ist aufgeteilt in verschiedene Stockwerke. Im untersten Stockwerk stehen auch nur Fahrräder, also nur neue, die auch, glaube ich, als verkauft werden oder als Werkstattbetrieb und so weiter. Und dann gibt es ein Restaurant und dann gab es eine Bar und ein Café. Und diese Werkstatt unten, die den Verkauf hatte, hatte nur bis 18 Uhr geöffnet. Mm. Der Kumpel von mir hat aber um 18.04 Uhr, glaube ich, diese Flasche oben im Café kaufen wollen. Jetzt hatte das Café in seinem Kassensystem keine Verbindung zu der Kasse unten im Laden. Das heißt, er konnte unten im Laden nur bis 18 Uhr die Flasche kaufen, aber oben im Laden, wo die Flasche stand, konnte er sie ab 18 Uhr nicht mehr bezahlen. Wahre große Verwirrung, große Durcheinander, die wir da haben produziert. Am Ende hat er zwei Gläser Prosecco gekauft und eine Flasche dafür nach Hause mitgenommen. Das war sehr, sehr lustig. Also, wir haben es einfach anders eingebongt, was natürlich der einfachste Weg von Anfang an gewesen wäre. Mhm. Aber, ja. Aber jetzt kriegt er das Lagersystem, Lagerhaltungssystem. Ja, das. Es wird zu spät neue Prosecco bestellt. Zu früh, weil da ist ja noch welcher da. Zu früh und im Laden unten müssten Flaschen sein, die aber schon weg sind. Ja. Ein Riesenskandal. Ich glaube, ich würde. Ich sehe schon die Headlines. Ja, ich würde deren Warenwirtschaft eh nicht vertrauen. Nee, also wenn ihr in Mailand seid, die Frage, die ich mir vorher gestellt habe, lohnt sich da vorbeizugehen? Und ich muss sagen, jein. Klar und deutlich. Klar und deutlich ist jein. Ist schon nett. Also man kann auch in ein anderes Café gehen und anderem. Aber nett, du weißt, was nett ist. Ja, nee, das ist nicht. Das ist okay. Da hängen ein paar Bilder an der Wand. Es versprühte keinen, nicht den Charme, den ich mir ein bisschen erhofft, aber auch nicht erwartet habe. Ja, also es. Du warst da garantiert schon im Rava Store, im Rava Café in London, oder? Nee. Nee? Nee. Was? Ja. Ich war schon so lange nicht mehr in London, deswegen war ich da noch nicht. Ich war. Nee. Okay. Und ich kann mir aber auch. Ich glaube, dass du das noch krasser so sehen würdest, als ich es gesehen habe da. Weil der ist halt alles sehr steril, sehr clean unten und die Wände, also das hat versprühte nicht den Flair von Kettenfett und Historie, den man sich erhofft hat. Mhm. Was aber okay ist. Also ich habe da einen guten Kaffee getrunken. Die eine Begleitung hat einen guten Prosecco getrunken und die andere auch einen guten Kaffee und meine Kleine ist dadurch den Laden gestürmt, beziehungsweise gerobbt und hat sich alles schön angeguckt und war fröhlich dabei. Also ich habe nichts, ich habe jetzt mir nicht mehr erwartet, als ich da jetzt bekommen habe. So ist, glaube ich, der richtigste Ausdruck dafür. Aber also wird in der vielleicht ein bisschen Geschichte beigebracht, nein, oder näher gebracht von, ja, Bianchi? Es sind Grafiken beziehungsweise Bilder an der Wand, aber da ist jetzt nicht irgendwie so eine Timeline mit einer Erklärung, wann was mal war oder die Historie von Bianchi. Einfach Fahrer, die für Bianchi mal gefahren sind. Ja, aber da hängt dann, aber mehr ist da auch nicht. Also da, du darfst das nicht wie ein Museum sehen oder so etwas. Deswegen sage ich, also für mich war es jetzt okay, aber ich kann mir vorstellen, dass du enttäuschter gewesen wärst, als ich es war. Und unten im Erdgeschoss, ist das Laden, ist das Werkstatt, ist das... Naja, das ist halt so... Also im Erdgeschoss ist das Café und da gibt es so ein Untergeschoss, das sind dann so Untergeschosse, das ist auch alles sehr klein und verwinkelt. Da stehen dann halt irgendwie 20 Räder drin und zwei Mechaniker haben ein Fahrrad da stehen, aber die Jungs haben jetzt auch nicht irgendwie einen Blaumann oder eine Kittelschürze an, sondern das ist alles sehr steril und sehr clean und es sieht auch nicht aus, als würden die wirklich ernsthaft da an dem Rad arbeiten. Also da ist ein Rad eingespannt, das kann aber auch sein, dass das da immer eingespannt ist. Also... Das waren aber zwei echte Menschen, nicht irgendwie jetzt. Doch, die haben sich verpuppen. Nee, das waren schon echte Menschen, die haben sich aber auch so miteinander selber unterhalten, dass es da nicht zu einem Gespräch mit uns kam. War aber auch okay. Also, ne, ich will mich da gar nicht aufdrängen, oder? Die Leute zu texten, vielleicht haben die auch bisschen was zu tun. Und ansonsten war da auch im Restaurant, war, glaube ich, eine Gruppe von drei Menschen, die da irgendwie gesessen hat. Und das war schon alles in Ordnung, aber es
Da darf man, also man, ich glaube, wenn du als Bianchi-Fan der Marke dahin gehst und dir was erwartest, dann möchte ich nicht darauf wetten, dass du sehr, sehr, sehr unenttäuscht daraus gehst. Ja. Sorry, ich hätte dir gerne etwas anderes erzählt, aber man muss ja bei der Wahrheit bleiben. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen, als am Ende. Ja, aber bevor du jetzt extra deinen nächsten Urlaub in Mailand nur deswegen da planst, also ich glaube, dann... Hab ich schon. Hast du schon? Ah, okay. Ja, dann plan auch nochmal andere Sachen ein. Würde ich dir empfehlen. So, ich sehe gerade, wir müssen den Stream nochmal kurz resetten oder so. Vielleicht kriegst du das nebenher einfach schnell hin, weil sonst ist er gleich weg. Ja, stimmt. Du hast ja immer ein Auge drauf. Aber so thematisch sind wir eigentlich auch sonst durch. Für ein paar Sekunden macht das natürlich trotzdem noch Sinn. Bedanken möchten wir uns vielleicht nochmal an dieser Stelle auch für einzelne Spenden, die wir bekommen haben. Für unsere Patronen bei Patreon. Ja, das ist also so eine Möglichkeit, Podcaster zu unterstützen und wo dann ein monatlich von euch bestimmter Betrag uns zugutekommt oder zu uns in einem großen Teil. Und Patreon nimmt sich auch ein klein bisschen davon ab, aber das ist auch absolut in Ordnung und fair, den ihr selber bestimmen könnt. Also es gibt Leute, die dann uns einen Dollar irgendwie geben zum Beispiel. Und die Leute, die uns, es gibt sogar mittlerweile wie sagt man das, Dauerauftragsmenschen, also wir bekommen da monatlich dann eine kleine Summe überwiesen und das hilft uns alles, zum Beispiel, dass der Markus heute dieses wunderbare, tolle neue Headset und Mischpult hat, das ihn hoffentlich noch ein bisschen besser klingen lässt oder vielleicht muss er sich auch noch dran gewöhnen, so wie es bei mir auch ein bisschen was gedauert hat. Und ja, wir benutzen das Geld nicht für schöne Sachen für uns, sondern wir versuchen es immer zweckgebunden. Sagt man zweckgebunden? Ja, ne? Ich glaube, das ist so ein Vereinsbegriff. Zweckgebundene Spenden dafür zu benutzen. Auch wir Flatter, was ein bisschen weniger ist. Und vor allen Dingen auch noch, und da kann ich nicht aufhören, darauf hinzuweisen, weil es euch nichts kostet, uns aber hilft. Wenn ihr über den Amazon-Link auf unserer auf unserer Webseite geht, dann über diese Suche, dann kauft ihr quasi über unseren Affiliate-Link ein und dann bekommen wir da auch einen kleinen winzigen Prozentsatz, ohne dass es euch mehr kostet. Das ist ja immer das für uns auch Wichtige. Und weißt du, was das Problem ist bei diesen Affiliate-Links neuerdings, Markus? Nee, erzähl. Das Problem ist einfach, ich gucke da immer mal so rein, also ich gucke jetzt nicht täglich, hat jetzt wieder was bestellt, weil so interessant ist es ja eigentlich auch nicht. Aber immer, wenn ich da mir sowas angucke, dann denke ich mir, boah, das will ich aber auch haben. Weil unsere Hörer, also zum Ende des Jahres werde ich einmal so einen Export fahren und es dir schicken und dann in der letzten Sendung des Jahres besprechen wir mal, was unsere Hörer so die Top 3 oder Top 4. Ich kenne Podcasts, die machen das regelmäßiger, aber ich finde das so einmal im Jahr die Top 3, das muss reichen. Zum Beispiel habe ich letztens noch nach Laufradtaschen gesucht. Hat doch ein Hörer von uns Laufradtaschen gekauft. Dachte ich so, okay. Hast du, da fällt mir gerade ein, als du erzählt hast, du suchst die Schnellspanner, hast du keine Laufradtaschen benutzt? Nee, ich habe doch die Kopfkissen benutzt. Stimmt. Ja, hast du mir nicht zugehört, oder was? Ja, anscheinend nicht richtig. Ja, dann dachte ich mir. Ich schon vergessen. Dachte ich mir, ach guck mal, die Laufradtaschen gibt es. Oder dann gab es hier einen Steckschlüsselsatz. Dachte ich, der wird mir aber auch gut zu Gesicht stehen. Ne? und eine Sache erwähne ich noch von jetzt so aus dem letzten Zeitraum. Die ganzen Thule-Sachen, die erzähle ich jetzt nicht, weil die erzähle ich dir dann zu Weihnachten. Oder so ein Schlauchboot. Fand ich auch super. Dachte ich, boah, geil, ich will auch mal wieder ein Schlauchboot haben. Also das ist halt Fluch und Segen zugleich, diese Liste immer. Aber wir freuen uns sehr, wenn ihr das benutzt. Nochmal bei uns auf der ersten Seite rechts ist so ein Fenster. Wenn ihr da was eingebt und dann über diese Suche-Sache kauft, kriegen wir da etwas von ab und das hilft uns. Weil dann können wir vielleicht so in naher Zukunft dieses Headset und Mischpult auch noch für den Chris und den Thomas anschaffen, dass die Qualität im Veloraise dann auch nochmal besser wird. Und ja, das wird ja nicht schaden. So. Und ansonsten können wir euch nur sagen, fahrt viel Fahrrad, das macht gute Laune. Danke für alle Leute im Chat, die heute mit dabei waren und uns ein bisschen unterstützt haben oder immer mal einen Link gepostet haben. Das hilft uns ja sehr.
Danke dir, Markus, dass du so lange durchgehalten hast. Ja, ich danke dir. Dass ich auch so lange durchgehalten habe. Wir danken unseren Frauen, Mädchen und Kindern und allen. Und bei dir ist jetzt Ruhe eingekehrt, ich höre. Ja, ein wenig. Ich hoffe, das hält auch noch ein wenig. Die eine Katze ist auch ruhig, die andere, weiß nicht, ob die gerade auf Suicide Trip ist oder was die macht. Die war eben auch ein bisschen aggro. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich sitzt deine Tochter mit Kopfhörern da, neben der Mama im Bett und hört uns zu, ja. Und Mama ist schon eingeschlafen. Habe ich dir das Bild mit dem Kopfhörer gezeigt? Die hatte letztens wirklich Kopfhörer an. Also das wäre diese Vision, die du hast, ist gar nicht so falsch. Hast du eigentlich die 6 Paar Norweger Wollsocken bestellt? Nee. Es gibt, ich muss jetzt doch nochmal, auch wenn ich es dann am Ende des Jahres wahrscheinlich sage, es gibt hier eine Sache, die hat jemand bestellt, tut uns leid, diese Information gibt's nicht mehr. Das habe ich mir schon mal angeguckt und jetzt ist es weg. Das ist ein Skandal. Und zwar der Winnie the Pooh Cosplay-Kostüm. Das fand ich ganz toll. Dachte ich mir, das will ich auch haben. Das gehört auch zu den Sachen, die ich haben will. Aber warum, das verrate ich erst in der Weihnachtssendung. Warum ich gerne Winnie the Pooh Anzug gehabt hätte. Weil das ist eine ganz lange Geschichte. Und da haben wir heute keine Zeit mehr für. Also habt eine gute Nacht, habt einen schönen Tag. Wenn ihr das morgens hört, habt einen schönen Tag. Wenn ihr es abends hört, habt eine schöne Nacht. Wenn ihr es tagsüber hört, habt einen schönen Tag. Und vor allen Dingen fahrt viel Fahrrad, das ist immer gut. Tschüss. Tschüss, macht's gut.